so get the fuck up. So, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, Freunde. Ans Licht gebracht, hat er gesagt. Ja, herzlich willkommen zum letztmaligen Test-Event der SRU im GT4-Bereich. Hoffe, dass da noch ein paar Fahrer kommen, aber sieht ein bisschen mau aus, aber kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ist ja noch ein Momentum Zeit. Ja, grüße euch, herzlich willkommen, schön euch zu sehen. Sven Schlüter auch mit am Start, Mods dabei, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, Grüße gehen raus, schön euch zu lesen. Ich habe es vorher schon angekündigt gehabt, so ein bisschen im DC, im Discord-Bereich und natürlich auch. Heute Mittag waren wir bei Horny live auf dem Kanal mit, also nicht live, sondern mit dabei am Fahren gewesen, am Trainieren, war absolut genial. Also wird ein Streamabend aller Trailer-Format definitiv. Warum wird es ein Trailerabend werden? Im ersten Moment ganz einfach, wir haben natürlich auch jetzt hier das 12er bevorstehend und natürlich auch einiges an Material zu bieten. Wir fangen aber einfach mal ganz locker an mit dem Thema. Musik machen wir aus, brauchen wir nicht mehr. Wir haben seitens von der SRU einfach jetzt die Anmeldung veröffentlicht, also offen, für die kommende Saison. Die Saison startet im GT3-Challenge-Format, immer im Wechsel, alle 14 Tage GT3, alle 14 Tage GT4, also sprich jede Woche ist Racing möglich innerhalb der SRU. Bedeutet donnerstagsabends, der Abend gehört der SRU, der Sim Racing United. Wunderschönen guten Abend, Loyalty Chris, Grüße gehen raus, schön dich zu lesen, Series Sam auch dabei, Mahlzeit, viele Grüße vom Badesee. Sehr geil, sehr, sehr geiles Thema. Siehst du, die einen gehen an den Badesee, ich sitze halt hier und tu den Abend euch damit versüßen. Fox Devil Smiled, wunderschönen guten Abend, grüße dich Marcel. Soul, Moinsen. Genau, also Rennkalender möchte ich euch kurz zeigen. Auch ein H2P Gaming ist mit am Start, ebenfalls wunderschönen guten Abend gewünscht. Also, GT3 Challenge. Rennkalender, Saisonstart, Preseason am 27.08. auf Paul Ricard. Erster offizieller gewerteter Lauf ist dann am 10. September auf Sylvester Stallone. Nicht bald gesagt. Silverstone, moinsen mio alle. Sarah, herzlich willkommen, Sarah. Grüße dich. Kuss geht raus, schön dich zu lesen. Wunderschönen guten Abend. Betzbomber auch mit am Start. Moinsen. Also, wie gesagt, ihr könnt euch schon melden bei der SRU. Das ist überhaupt kein Problem.
Genauso der GT4 Challenge Kalender, jetzt auch hier eingeblendet. Am 20. August ist die Preseason, bedeutet, wir starten mit dem GT4 Challenge Bereich, ebenfalls auf Paul Ricard und dann immer im Wechsel, das heißt 14 Tage, 2 Wochen Rennen 1 zu Rennen 2 gedanklich. In der anderen Serie wird immer auf derselben Strecke gefahren. Wenn ihr Bock drauf habt, dürft ihr natürlich liebend gerne über die Homepage zu den Jungs und den Kollegen natürlich Kontakt aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Meldet euch dann an. Ihr braucht ein Booking-Passwort, also sprich ein Anmeldepasswort für die Race-App. Das bekommt ihr dann auf jeden Fall per PN über das Forum bei den jeweiligen Administratoren. Dürft euch aber jederzeit da bei einem Mike Roller, einem Fatih Diminici oder bei Benjamin Osis etc., also alle, die dort irgendwo im Organisationsbereich vertreten sind, geben euch dann das Passwort raus, dass ihr euch dementsprechend über die RaceApp anmelden dürft und könnt. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich habe richtig Bock drauf. Ich muss dann auch morgen spätestens mal die Rennkalender bei mir implementieren, dass ich da nicht irgendwie was verwechsel oder verbockmiste. Insofern ist das überhaupt kein Thema. Ja, jetzt am heutigen Abend, wie gesagt, der letzte Test. Oder mit einer der letzten Tests im reinen GT4-Format. Wir sind gleich auf Barcelona zu Hause. Aber so wie ich es auch vorhin schon angekündigt habe, wir werden euch erstmal eine ganze Ecke an Trailer präsentieren, Freunde. Also das wird richtig, richtig genial. Und dann sage ich euch und erzähle ich euch auf jeden Fall noch, was uns dann gleich hier im Folgenden erwartet. Jetzt machen wir uns das ganz kurz mal auf Vollbild. Wunderbar. Das tun wir da deaktivieren. Oh, Sarah, und die Sounds sind noch raus. Ah, mache ich aber gleich nochmal. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Kuss geht raus, meine Liebe. Vielen, vielen Dank für den T2 Resub. Und willkommen zurück im vierten Monat. Vielen, vielen Dank. Mr. Cappuccino auch mit am Start. Der Gabel. Moinsen Tobi. Herzlich willkommen. Devs auch dabei. Grüße. Devs, hat's noch geklappt, weil du gefragt hast, ob du mitfahren kannst. Hast du das noch hinbekommen? Ich habe natürlich ein suboptimales T-Shirt an. Ne? Mit den Filtern sehe ich jetzt gerade im Vollformat. Aber ist nicht weiter schlimm. Lass Bloody ein bisschen krisseln. Ist kein Problem mehr. Der krisselt ja sonst auch hier. Ne? Greywolf, wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Genau, Rennkalender haben wir gehabt. Wie gesagt, Anmeldung ist offen. Ihr könnt euch für die GT3 und oder auch für die GT4 anmelden. Kein Problem. Ich kann es euch nur empfehlen. Jungs von der SEU sind einfach absolut spitze. Macht ordentlich viel Laune und Fets hier, wenn die Jungs da an den Start sind. Und ich feiere es immer extrem. OC Mauser, auch dir. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Auch kein Sound, bin schon so die coolste Schnitzel im, das coolste Schnitzel im Haus. Das ist allerdings richtig. Das unterschreibe ich dir ungesehen, Sarah. Ja, sehr schön. Lasst uns starten. Die SEU selber hat einen Trailer neu gemacht für die GT3 Challenge Season Nummer 2. Auch das eine sehr, sehr geile Geschichte. Will ich euch nicht vorenthalten. Genießt ihn, Freunde. Genießt ihn. Und viel Spaß. Tja, Freunde, was soll ich dazu noch sagen, oder? Da hat sich doch echt mal einer Gedanken gemacht, oder? Genial. Finde ich richtig gut. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Trailer. Ja, wie gesagt, Saison 2 steht vor der Tür. Anmeldung ist öffentlich, ist veröffentlicht, ist offen für euch.
Und wenn ihr Bock drauf habt, dürft ihr natürlich gerne da euch anmelden und mitfahren. Und dann jeden Donnerstagabend bei uns natürlich im Stream sein live. Ne? Das ist vollkommen normal. Ja, das also wie gesagt der Trailer, der neue von der SRU. Wunderschönen guten Abend, Pizzekatze, herzlich willkommen, Grüße, schön dich zu lesen. Ja, dann habe ich noch einen Trailer für euch, der ist von den Kollegen hier von JPS Racing. Weil auch das finde ich sehr genial gemacht und bezogen aufs 12er, was wir jetzt vor der Tür haben. Ich muss euch den einfach zeigen, Freunde. Ich muss euch den einfach zeigen. Viel Spaß damit. Ramirez, grüße dich. Genau, das steht nämlich jetzt direkt vor der Tür. Jetzt am Samstag ist das 12-Stunden-Event von der VMS-Freunde. Hab auch den einen oder anderen Special gestern mit am Start, aber das möchte ich euch noch nicht erzählen, wie man so schön sagt, sondern das wirklich die Überraschung, damit die richtig geil kommt und dementsprechend gefeiert werden kann. Marcel, wunderschönen guten Abend, grüße dich, moinsen. Genau, das war der Trailer von JPS Racing, also Japan Performance Racing Team. Richtig geiles Thema, bezogen auf das VMS 12er, was jetzt wie gesagt am Samstag stattfindet. Equi, wunderschönen guten Abend, grüße dich mein Lieber. Gibt natürlich auch einen kurzen Teaser von der VMS selber, auch der ist sehr geil gelungen. Und auch den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Freunde, ich hab Gänsehaut, Oh, glaubt ihr gar nicht. Richtig krankes Thema. Fersix, wunderschönen guten Abend, Grüße. Bloody gucken beim Kochen, sehr geil, so muss das. Der Nino auch mit am Start, wunderschönen guten Abend, Grüße. Ja, das ist extremst heftig, was da an Arbeit hinten dran steckt, definitiv. Einen habe ich noch für euch. Es ist zwar noch ein Momentum hin, aber das Ding, Freunde, versprecht ihr mir, wenn ihr danach nicht anfangt zu sabbert, nach ACC im Allgemeinen, dann weiß ich auch nicht mehr. Genau, richtig, den zeigen wir euch jetzt. Der 12-Stunden-Trailer von der VCL. Das VCL-Event ist am 22.08. Freunde, ebenfalls auf Bathurst, aber nicht in der Konstellation wie bei der VMS. Deswegen absolut geil. Anschnallen, festhalten, relax, fit, wunderschönen Abend. Viel Spaß mit dem Trailer. Oh,
bin sprachlos. Ich bin absolut, absolut sprachlos. Freunde, das ist keinerlei Gameplay-Trailer, Cinema, Picture etc. verwendet worden. Die Jungs sind das alles komplett selber gefahren. Ich hatte leider Gottes keine Zeit. Es hat mir so dermaßen wehgetan im Nachgang, als ich das gesehen habe, das Resultat. Ich wäre so gern dabei gewesen. Also alle Fahrzeuge, jedes Fahrzeug sind alle komplett von der VCL selber gemacht worden, gefahren worden. Absolut krass, absolut krass. Also Hut ab an Arno Hudson, der diesen Trailer zusammengeschnitten hat, natürlich mit in Zusammenarbeit mit der VCL natürlich. Die haben da so ein bisschen Feintuning noch hinten dran betrieben, aber absolut genial. Gänsehaut pur. Wir werden ihn nachher auf jeden Fall auch nochmal einspielen, definitiv, aber ich möchte jetzt auch der SEU natürlich nicht die Show stehlen, definitiv nicht. Wir sind jetzt hier im Endeffekt bei der SRU am Start in Barcelona im GT4 Test-Event nochmal, um einfach zu gucken, wie die GT4 ankommt, beziehungsweise ob man hier einfach die Klasse als Challenge die nächste Saison fahren darf und kann. Natürlich, vollkommen richtig. So, Hockey mit am Start, Meister ebenfalls am Start, Grüße gehen raus, Project Moinsen, AMS auch dabei, Grüße, herzlich willkommen, Nico Ales, Moinsen, einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe, great job, VCL. Ja, Kuss geht raus. Die Lobesgesänge, die werden wir auf jeden Fall weitertragen. Hast deine Klima am Laufen? Ja, ich gehe hier sonst kaputt, Freunde. Also sorry, wenn ihr die Klima da ab und an mal hört, aber ich gehe hier sonst echt brutal kaputt zusammen hier. Und ein, so ungefähr. Madline, wunderschönen guten Abend. Pat Boone auch mit am Start. Grüße. Song im Trailer, es war komplett... Genau, das war das Hauptaugenmerk, Soul. Ganz ehrlich, das war das Hauptaugenmerk. Die VCL hatte gesagt, okay, komm, wir nehmen einfach mal komplett was anderes. Wir machen mal was ganz anderes, was man im ersten Moment so gar noch nicht kennt, beziehungsweise auch noch gar nicht erwartet. Aber ich finde es... absolut, absolut punktgenau und treffend gemacht, bezogen auf Bathurst, auf die australische Strecke dort gelegen. Absolut perfekt. Sehr, sehr geile Arbeit, sehr, sehr geile Kombination. Deswegen Chapeau, ich ziehe meinen Hut. Nicht möglich, weil Headset auf und so. Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine. Genial, genial gemacht. Elektro-Chris, wunderschönen guten Abend. Grüße dich, herzlich willkommen. Ja. Wie gesagt, wir werden sie nachher auf jeden Fall auch nochmal einspielen und einblenden. Wir haben jetzt gleich im Rahmen der GT4... auf jeden Fall ganz locker zwei Rennläufe vor der Nase. Ich bin jetzt gerade nur überlegen, haben wir zwei Quali? Ja, wir haben sogar zwei Quali, genau, richtig. Also, 19.35 Uhr war a Briefing für... nein, das ist doch... genau, richtig, ja. Ja, da wird ganz kurz zusammen gesprochen im TS, richtig, genau. Um 19.40 Uhr, also sprich jetzt jeden Moment, eine Minute, 20 Sekunden noch verbleiben, dann starten wir ins erste Quali, dauert 15 Minuten. Erstes Rennen dauert 30 Minuten, dann 2 Minuten obligatorische Pause, dass die Fahrer mal ganz kurz austreten dürfen. Zweites Quali dauert 10 Minuten, zweiter Rennstart dann, zweites Rennen über eine Distanz von 30 Minuten. Ganz locker, easy, hier auf Barcelona in Catalunya gelegen, freue ich mich drauf. Porsche Cayman, reines Markenpokalfieber am heutigen Abend, wird natürlich dann in der laufenden Saison nicht so sein, sondern da ist dann einfach die Wahlmöglichkeit generell beim GT4 zu sehen. Jetzt aber hier am heutigen Abend ist nur der Porsche GT4, der Cayman, zugelassen als solches. Super. Ich habe auch noch so eine kleine Sonderüberraschung für euch, beziehungsweise einer meiner Kollegen, der mich da auch zum Glück am Samstag hoffentlich unterstützen wird, wobei es sieht sehr, 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 sehr schwer danach aus, ist am heutigen Abend mit am Start. Es ist kein geringer, Freunde, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle oder weitestgehend, das ist kein geringer als der Krabbel Mike alias die Playstube. Wunderschönen guten Abend, Krabbel Mike, herzlich willkommen, du bist jetzt live und zu hören, mein Freund. Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle in deinen Stream, an deinen Streamchat. Ich lese hier schon fleißig mit, die Jungs sind hier schon gut drauf. Ich habe mir gerade schon schön die Videos angeguckt, aber Chapeau dafür, gefällt mir ganz gut. Ich mache mir hier gerade so ein bisschen bequem, gucke hier mit der Software ein bisschen rum, bin ganz begeistert, sabber ein bisschen rum hier und habe aber auch ein Problem, zumindest, vielleicht hast du das auch. Platz 4 ist bei mir in der Software Rainer Schmidt, aber eigentlich Platz 4 ist Sebastian Krohn. Irgendwie haut das nicht so hin bei mir. Ich hab schon mal. Alles gut. Alles das, gut. Ja, das wird sich gleich resetten. Das ist überhaupt kein Problem. Die sind wahrscheinlich auf der gleichen Startnummer da mal kurz gejoint auf dem Server.
Kriegen wir hin. Okay, wenn es gleich nicht passt, müssen wir nochmal kurz runter vom Server, nochmal neu drauf, das ist aber kein Thema. Also, wie gesagt, herzlich willkommen, wunderschöner an Krabbel Mike, alles die Playstube. Den werdet ihr auf jeden Fall hören dann am Samstagabend. Es gibt im Samstagabend während des 12ers von der VMS einen kurzen Break, da muss ich weg. Da bin ich dann in der VCL im Ligafinale, bin ich dann kurz am Start, aber dann kommen wir sobald wieder, sobald das Ligafinale von der VCL vorbei ist, sind wir wieder bei der VMS dann am Start. Und ich denke, das werden wir auch gemeinsam dann zusammen ein bisschen durchboxen, Mike. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, deswegen freut mich, dass du am Start bist und wie gesagt, ihr habt es gehört, der Krabbel Mike ist im Hintergrund auch mit auf dem Server drauf, wird uns dann ein bisschen Gesellschaft leisten und tut sich da im Hintergrund so ein bisschen mit der Software ins Grüne werden und dann geht es auf jeden Fall dann gleich in die Vollen. Sehr schön, wir haben jetzt aktuell Quali-Start, das bedeutet, wir wechseln jetzt final die Szene. Auch an euch ganz wichtig, wenn irgendwas zu laut, zu leise ist, gebt uns eine kurze Info raus, ist kein Problem. Wir haben hier 6000 gefühlte Regler, wir können hier nacharbeiten und justieren, sodass es einfach für euch passt. Wen habe ich noch gesehen? Track Bia. Jawohl, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Pascu auch mit am Start. Pascal, ich grüße dich. Auch ein Sven von MBR. Moinsen, mein Lieber. Ja, und auch ihr vielleicht seht es im Stream jetzt aktuell. Es gibt ein neues MBR-Logo. Ihr wisst ja, ich bin offiziell Fahrer von MBR. Also im Gegenteil, hat sogar nichts mit der Streamerei zu tun, sondern wenn es mich mal wirklich jucken sollte, so ungefähr in den Fingern, dann kann es auch mal passieren, dass ein Bloody Life in das Steuer wechselt und dann da mal ein Stint oder whatever mal mitfährt. Oh, 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 ich sehe schon Blechschäden. Blechschäden. Blechschäden sind nicht schlimm. Alles gut. Im Quali-Bereich, ne? Nein, das habe ich auf dich bezogen, Mann. Also, ach so, ja auf mich bezogen. Ja. Genau. Ach, ich sehe, du hast... mein Freund. Warte mal ganz kurz. Schotti, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Natürlich auch fettes Merci an Pat Boon für den TN3 Sub, mein Lieber. Willkommen zurück im 7. Monat. Kurs geht raus. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, das ist nur der Schriftzug. Das Logo sieht eigentlich ganz anders aus. Muss ich euch aber mal in Ruhe zeigen. Aber jetzt aktuell nicht. Lasst uns ganz kurz über die Fahrer sprechen, die jetzt hier am Start sind. Also 19 Fahrer aktuell auf dem Server gelistet. Ich denke, Mike, du kannst es bestätigen. Bei dir in der Software sind ebenfalls 19 am Start. Ja. Benjamin Moses, genau. Haben wir als erstes hier im Bild. Ja, wie gesagt, Fahrzeug muss ich euch nicht allzu viel erzählen. Ich zeige es euch hier. Das ist der Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport. Das ist die genaue, exakte Bezeichnung rund um dieses Fahrzeug. Da reden wir hier also am heutigen Abend von dem klassisch gesehenen Markenpokal. Goodman, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend gewünscht. Benjamin Moses also vom Team Blindfuß Racing unterwegs mit der Startnummer 17. Dann haben wir Sebastian Krohn. Nein, das ist Philipp Knust. Ja, es kann auch sein, dass die hier doppelt fahren, also zwei Fahrer auf dem Auto sitzen auf einem Fahrzeug, Mike. Das würde erklären, warum der Name da ab und an mal wechselt. Auch das ist möglich hier im Bereich von ACC. Philipp Knust also jetzt am Steuer des Boliden hier mit der Startnummer 8 vom Team Classics. Rainer Schmid, jawohl, von Portofino mit am Start auf dem 46er Cayman. Benedikt Nurmann mit Fatih Dimirci, der jetzt gerade den Hobel pilotiert mit der Startnummer 36 vom Team Blaximus Prime. Jawohl, Sven Dahn am Start von MD Motorsports mit der Startnummer 110 vertreten, Pascal Traxel, jawohl ja, der Schweizer mit der Nummer 16 vom Team BF Racing. Jetzt haben wir nochmal Sebastian Krohn im Bild. Mhm. Vom Team XXX, kann man machen, 231er Startnummer, die kennen wir bei Sebastian Krohn, so muss das sein. Frank Leupold mit der Startnummer 3 auf seinem Teamnamen hier, Testcar GT4 hat er geschrieben. Auch sehr, sehr geil lackiert, mein lieber Frank, hast du gut gemacht. Sticht auf jeden Fall gleich ins Auge hinein. Der Stuhl, Ralf Stingel von Blackhawk Racing mit der Startnummer 74 am Start. Stefan Gauci von Century Porsche. Ticino dabei mit der 718, also ähnlich der Modellbezeichnung dieses Cayman. Seine Startnummer, Kalle Winkler. Oh, Kalle Winkler ist vom Server runter. Zumindest in dem Spot. Alles gut. Yannick von Hammel mit der Startnummer 22 am Start vom Team Fastlane bei IMR. IMR auf Deutsch. Jetzt haben wir hier Kalle Winkler. Jawohl. Startnummer 23 von Colorline Racing. Auch er mit am Start. Das ist der Kollege Roger Pesce. Jawohl, ja. Alias der Devs. Wie ihr ihn vielleicht aus dem Chat kennt, Century Porsche Ticino, ebenfalls die Startnummer 719. Also das gleiche Team wie der Kollege Sebastian Schletter im Bild von Calm Racing bei SSC Competition mit der Startnummer 25 am Start. Benedikt Nurmann
Haben wir jetzt hier von Classics, dem Team 187, seine Startnummer. Frederik Inger von BF Racing mit der Startnummer 10. Jawohl, alias der Finger. Nino Fürstenberg mit der Startnummer 711 vom Team Black Panther bei VCL. Louis Döckmann von Riders Racing mit der 298. Ja, das sind sie da wieder, die ganzen alten, bekannten Freunde. Tobias Röser von Classics Racing mit der Startnummer 92 am Start. Ergo, ihr seht, 19 Fahrer respektive Fahrzeuge auf der Strecke und die ersten Zeiten bekommen wir geliefert in diesem Moment. Stefan Gauci fährt 1,55,449. 1,3 Sekunden dahinter Sven Dahn auf P2 mit einer 56,820. Rainer Schmid dahinter auf P3 mit 2,873. Jetzt auf P4, weil es gibt einen neuen Zweitplatzierten, der nennt sich Frank Leupold. Frank fährt eine 56,292. Ich gucke mal kurz auf den Chat rüber. Ne, da gibt es noch eine Änderung. Philipp Knust auf der 4 mit 58,518. Ja, so, Benni, du bist wieder voll im Redenfluss hier. Geht richtig ab bei dir. Ich bin es gar nicht gewöhnt, dass ich genau so einen starken Redner habe wie der Krabbel hier. Aber es läuft wunderbar. Also ich bin ganz begeistert von den Zeitennamen, die ich hier habe, die ich hier auf meinem Bildschirm habe. Die Jungs geben sich Mühe mit ihrem Porsche Caymans. Noch eine kurze Frage. Sind das alles eigene Lackierungen? Nochmal bitte. Sind das alles eigene Lackierungen oder sind die vorgegeben vom Spiel? Nein. Ich glaube, das sind weitestgehend, das sind alles fertige Lackierungen innerhalb von ACC. Alles klar, weil ja. Da gibt es ja diesen Editor, den hast du ja letztens vorgestellt und deswegen war das meine Frage, denke ich mal, berechtigt, um zu fragen, ob die Jungs hier auch schon ihre eigenen Teamlackierungen haben. Ja, gibt's mit Sicherheit. Also komplette vollwertige Custom-Lackierungen, die müssen uns in Dateiformat zugespielt werden, sonst sind die nicht sichtbar. Marcel, Grüße, jawohl, Xados mit am Start, FN Nico, Grüße, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend, gewünscht. Wen habe ich noch überlesen? Da, der Paul ist noch mit am Start, moinsen Paul, mein Lieber. Diese Streckentemperaturen sind anders unangenehm. Was haben wir denn? Oh, wir haben brennenden Asphalt, Freunde. 47 Grad Streckentemperatur gepaart mit 37 Grad Außentemperatur, aber wir sind auf Barcelona. Barcelona ist einfach auch sehr, sehr heiß, aber das ist schon heftig. Also 47 Grad, mein lieber Gesangsverein, da weißt du Bescheid, ne? Ah, da fangen die Reifen schnell an zu schmieren. Ja, Louis Döckmann fährt auf P3 nach vorne. Louis Döckmann kann hier die 56,0 zeigen, jetzt auf P4 angelangt. Warum ist das so? 55,449, das ist noch aktuell ein Sebastian Schletter. Verbessert sich. Sebastian Schletter auf 2, 55,758. Vom Cam Racing bei SSC Competition. Team hat was. Ja, Benni, ich sehe so, es drücken sich so ein paar Gruppen raus. Wir haben bis Platz 4 eine 55er Zeit und dann kommen von Platz 6 bis ungefähr Platz 8 die 56er Zeit und dann wird es ein bisschen langsamer mit 1,59. Ja, schauen wir mal. Wir fahren mal eine Runde mit bei Sebastian Schletter on board. Gucken wir uns mal an, wie der Kollege hier am Arbeiten ist. Wie gesagt, Barcelona, Katalonien, die Strecke sehr, 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 sehr technisch anspruchsvoll. Also auch hier sollte wirklich jede Kurve passen. Bietet ein bisschen mehr im Bezug, im Vergleich auf Bathurst, auf Mount Panorama, so ein bisschen mehr möglich, also Potenzial, den Fehler auszubügeln. Aber trotzdem, auch hier solltest du gucken, speziell mit der wenigeren Leistung, dass du einfach dementsprechend ordentlich fliegen lässt. El Soko, Loco, vielen, vielen Dank fürs gegiftete Sub an Kirby. Kuss geht raus, vielen, vielen Dank dafür. Nürburgringpix, vielen Dank für den Host. Wunderschönen guten Abend, grüße dich. Ach, kick an, Nürburgringpix ist auch da. Na, Hallöchen. Ja. Ach, schade, Sebastian. Ich wollte mal eine Runde bei dir mitfahren, mein Freund. Dann gehen wir mal zu Benedikt Norman rüber. Oh, jetzt kriegt er da eine Sub-Bombe rein. Kann doch nicht sein, Digga. Bringt mich hier voll aus dem Konzept. Aber dich aus dem Konzept zu bringen, ist doch gar nicht so schwierig. Ne? Ich sag nur, kann man super. Ja. Hast du den Chat offen nebenher, Mike? Ja, aber ich gucke immer drauf. Was ist los? Sehr schön. Ah, Nürburgring-Pix. Ja, hallöle, löle, löle. Wiggins! Was ist da los, Digga? Moinsen! Wiggins, vielen, vielen Dank, mein Freund, für den Raid. Wunderschönen guten Abend an die Community von Wiggins Gaming. Schön, euch zu lesen. Herzlich willkommen hier zur SRU am heutigen Test-Event, am Testabend auf Barcelona in Katalonien.
auf dem Porsche Cayman, auf dem GT4. Ja, und Snake, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Vielleicht, ihr wollt doch Rennen kommentieren, Benny. Was ist denn da los? Willkommen in meiner Welt, mein Lieber. Krabbel Mike, das ist hier teilweise echt normal. Absolut krass. Absolut krass. Wiggles, fertig mit Trainieren. Seid ihr schön gefahren? Eine Runde ACC. Ich habe gesehen, du hast gestern oder heute war es gewesen, glaube ich. Sebastian Schlitter gerade einen Dreher gehabt hier mit seinem 25er Porsche hier. Auf Platz 3 gerade gelegen, falls du nochmal eine Replay bringst. Nee, das ist zu spät. Aber wir sehen es gerade, Sebastian Schlitter ist gerade ein bisschen im Slow-Mo-Format unterwegs, also musste sich wahrscheinlich neu fokussieren. Stöckmann fährt die Pole-Zeit, Freunde. Ein Louis Stöckmann, alias der Gaststarter aus der vergangenen Saison, der hat mitunter seitens der befreundeten Ligen, ihr kennt es ja alle mittlerweile, ist doch wirklich weitestgehend so, dass die Ligen sich untereinander kennen, dass die Fahrer untereinander in der jeweiligen anderen Liga mitfahren und an den Start gehen. Absolut genial, ich feiere das Thema so hart, glaubt ihr gar nicht. Louis Stöckmann holt sich die Polezeit mit einer 1:55.134, Freunde. Stefan Gauci auf der 2. Wir machen mal kurz die Top 10 durch. Stefan Gauci auf der 2 mit einer 55.449. Sebastian Schlitter auf der 3, 55.698. Benjamin Osus auf der 4 mit 55.929. Benedikt Nurmann auf der 5 mit einer 55.959. Freunde, das sind 30 Tausendstel, die ja lediglich langsamer gewesen ist. Dann haben wir auf P6 haben wir Fatih Demirci. Sehr schön. 56.097. Rainer Schmid in Form des Sebastian Krohn. So. Also ein bisschen was muss es doch hier gegeben haben mit Struggle. Vielleicht müssen wir gleich nochmal die Software neu connecten, aber das kriege ich hin. Alles gut. Rainer Schmid auf der 7 mit 56.166. Ein Tobias Löser auf 8 mit 56.232. Frank Leupold auf der 9 mit 56.292. Freunde, auch da wieder. 60.000stel. Versucht mal 60.000stel schnell in der Geschwindigkeit in die Hände zu klatschen. Jeder, der es jetzt versucht, lasst es. Funktioniert nicht. Geht nicht. Sven Dahn auf der 10. 56.562. Krass. Wahnsinn. Ich glaube, das wird richtig lustig dann gleich. Richtig, ja. Also das ist schon okay, was hier so geboten wird. Aber auch hier auf Platz 11 mit der 1,58er Zeit. Ja, die haben sich angestrengt. Auf jeden Fall sind sie schneller geworden. Das wird schon noch. Aber 1,59er Zeiten sind so im hinteren Feld so. Ja, so das Mittelmaß, was ich hier so sehen kann, Benny. Also, ja, wird ganz gespannt. Auf jeden Fall wird das ein schönes Grüppchen werden. Also in den verschiedenen Abschnitten hier. Also von Platz 1 bis 5, dann 6 bis 10 und alles, was dann bis Platz 19, 20 habe ich jetzt. Also 20 sollte genau das gleiche sein wie bei dir, Benny. Definitiv, ja, richtig. Gerd Ackermann ist noch auf den Server gejoint. Gerd Ackermann vom Team Porsche Motorsport am Start mit der Startnummer 4. Ist jetzt also auch noch am Fahren. Frederik Inger, da kam jetzt eben gerade schon die Information. Mal gucken, was der Kollege Frederik Inger heute, also alias Finger, reißen kann. Sind wir mal gespannt. Ne? Kreuz, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Bloody, das sind alles In-Game-Custom-Skins. Ja, richtig, das dachte ich mir. Das meinte ich auch mit den Custom, komplette, vollwertige Custom-Lackierungen müssen mir ja als Dateisatz vorher zugespielt werden, damit wir die einbauen können, sonst können wir die auch gar nicht sehen. Dann sehen sie also, nämlich nur die Fahrer, die sie selber gemacht haben, so ungefähr. Also nun doch. Also doch alles selber gemacht. Ja, in-game Custom Skins, genau richtig. Also in ACC selbst im Editor zusammengebaut und zusammengestellt. Deswegen schon cool, definitiv. Sehr schön. Hendrik Zierl, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Ein Roger Pichet fährt auf die 15, 59,766. Gut, der kann auch ein bisschen fliegen lassen. Ja, jetzt geht er erstmal weit. Nimmt das ein bisschen die Abkürzung, dass die letzte Schikane da, bevor es auf Startenziel gleich rausgeht. Genau, das ist die letzte Rechtskurve vor Startenziel. Kann man mal ein bisschen weit gehen, wenn man sich da wirklich komplett massivst verankert hat. Und den Bremspunkt kein bisschen getroffen hat. Ja, der eine oder andere ist jetzt schon in die Box verschwunden. Der hat sich gesagt, okay, Zeit reicht erstmal, so wie es aussieht. Also mehr gehe ich nicht hin, sozusagen. Aber noch sind es 1:50, wenn ich das richtig sehe, Benny. Also ja, wird nicht mehr ganz so klappen von der Zeit her. Deswegen sind sie schon in der Box verschwunden. Da fährt ein Stöckmann die Polezeit. Ich glaub's ja nicht. Absolut Wahnsinn. Warum hast du gerade Bayerisch gesprochen? Kommt der Mann aus Bayern? Wer muss reiern? Ey, da. Kommt der Mann aus Bayern, habe ich gefragt. Ach, kommt der Mann aus Bayern? Ja, siehst du, das liegt an deiner undeutlichen Aussprache, mein Freund. Ja, klar.
Ja, so klangakustisch sind es jetzt vielleicht nicht die absoluten Highlights, Freunde, aber egal. Auch so ein GT4 kann man hier wirklich ordentlich über den Kurs hier schmettern. Und es macht auf jeden Fall auch Spaß. Also wenn ihr noch nie in einem GT4 gesessen habt und seid in Gefahren im Bereich von HCC, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, ans Herz legen. Tut es euch an. Ihr müsst jetzt nicht zwingend im Ligabetrieb fahren, eine Serie mitfahren, um Gottes Willen, darum geht es gar nicht. Aber einfach mal angetestet zu haben, ein Gefühl zu haben, zu wissen, okay, pass auf, das Ding macht das und das hier an der und der Situation, an der und der Stelle. Und wie schnell kann ich vielleicht runterschalten? Auch das ist ein ganz, ganz großes Phänomen des Unterschiedes in Bezug auf den GT3-Erzeugnis. Jonas, wunderschönen guten Abend. Arne Kuhlmann, Leben Kuhl auch mit am Start. Wunderschönen guten Abend, grüße dich. Meine Herren. Also ich muss sagen, der GT4 ist für mich sehr konditioniert. Warum? Er ist nicht ganz so schnell wie der GT3. Kann ich besser mit umgehen. Ja, Benni, also wir haben es also jetzt durch jetzt. Die Quali ist beendet. Jetzt ist noch eine kurze Überbrückungszeit. Ja. Und guck mal, was hier passiert ist. P1, neuer Polesetter, Freunde. Sebastian Schletter. 54,756 war der Sebastian in der Lage, in den Asphalt zu brennen mit dem Cayman. Das sind knapp 0,4 schneller gewesen wie Stöckmann. Und ich glaube, Stöckmann hat da, wie sag ich immer so schön, Stöckmann habe ich früher gesagt. Nein, Quatsch. Ist natürlich der Louis Stöckmann. Der hat natürlich jetzt keine Möglichkeit mehr. Ihr seht hier, er ist im Bilde, er ist abgewunken worden. Deswegen hinten dran, hinter seiner Startnummer im Zeitentower auf der linken Seite, ist die schwarz-weiß karierte Flagge, das farbliche Phänomen zu sehen. Frank Leupold fährt auf die 3. Kann sich also nochmal verbessern mit der 55,338. Stefan Gautschi auf P4, Benjamin Oses auf P5, 55,719. Benedikt Nurmann auf der 6 mit 55,959. Sebastian Krohn auf der 7, 55,992. Fatih Demirci auf der 8. Keine Verbesserung, bleibt bei der 56,097. Tobias Röse auf 9, Sven Dahn auf der 10. So, Rest zeige ich euch auf jeden Fall, wenn die Jungs dann gleich im Starting Grid stehen. Jetzt haben wir diese 2 Minuten Pause. Diese obligatorisch, Pause sage ich, diese Overtime ist am Laufen, bedeutet, wer jetzt noch auf einer Hotlap unterwegs ist, darf natürlich selbstverständlich im Rahmen des Qualis hier diese Hotlap noch zu Ende fahren. Aber es darf auf jeden Fall keine neue Hotlap angefangen werden, weil dafür reicht auch die Zeit gar nicht mehr. Ja, sie werden sich jetzt alle positionieren, nochmal durchatmen, nochmal so ein bisschen die Stirn abwischen. Bei uns ist auch sehr warm, Benni, bei euch auch. Heute 31 Grad war es bei mir heute im Auto, wo ich da Ich höre dich nicht wirklich, meine Klimaanlage im Hintergrund ist so laut. Alles Nein, klar. Ist vollkommen richtig, es war extrem drückend, definitiv. Ich bin auch froh, wenn es ein bisschen abkühlt, ehrlich gesagt. MTG, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, auch Kaya, moinsen. Genau, jetzt nochmal schnell ausleeren. Und dann geht's gleich los. So, ich bin mal ganz gespannt hier. Ich werde mich dann mal so weiter hinten aufhalten und dir da ein bisschen mal zuarbeiten. Genau. Borilla, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Genau, jetzt musst du kurz Nein klicken, jetzt musst du auf den Fahren-Knopf drücken, wieder mit Alt-Tab raus und dann bist du wieder in der Software. Und denk an links und rechts die Steuerkreuzgeschichte, ne? Dann kannst du nämlich dementsprechend das ein bisschen ändern. So, Freunde. Diese blöde Kamera. Mal gucken, ob wir da. Ja, der sieht doch schon besser aus, oder? Der sieht doch schon gut aus. Also, Sebastian Schletter von der Pole gleich ins Rennen. Louis Döckmann von 2. Benjamin Oses von 3. Frank Leupold von der 4. Stefan Gautschi von der 5. Dann Benedikt Nurmann von der 6, Sebastian Krohn von 7, Fatih Demirci von der 8, Tobias Röser von 9, Sven Dahn von der 10, Yannick von Hammel von Position 11. Jawohl, Nino Fürstenberg, auch der Nino genannt im Chat. Jawohl, Racer, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Startet von der P12 ins Rennen hinein, Philipp Knust von der 13. Position, Rainer Schmid von 14, Roger Pesci von 15, Gerd Ackermann von 16, Kalle Winkler von 17, Pascal Draxel von der 18, was ist bei Pascal denn los, Mensch? Pascal, das kenne ich mir ja gar nicht von dir. P18 für Pascal. Ralf Stingel von 19 und Frederik Inger von 20. Also so wie es vielleicht, ich hoffe nicht, dass ich das wirklich bewahrheite, dass der Frederik Inger hier mit dem GT4-Boliden nicht klarkommt, so wie es der ein oder andere Kollege schon geschrieben hat im Chat. Aber schauen wir mal. Auch das ist natürlich ein Zeichen der Menschlichkeit. Sowas kann immer mal passieren. Manchmal gibt es halt Abende, da funktioniert es halt nicht. Ja, ich wünsche allen viel Spaß bei Benni im Stream und natürlich hier den Fahrern und bin ganz gespannt, was sie heute hier mit dem Porsche Cayman GT4 so reißen werden.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, tut euch bitte keinen Zwang an, als raus damit in den Chat reingehämmert und dann versuchen wir diese natürlich zu beantworten. Ist vollkommen egal. Ob Equipment, ob Handling, ob Vorgehensweise, ob Lackierung, weiß der Geier was, vollkommen wurscht. Markus, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Hast du ausgeschlafen, mein Lieber? Hast du dich erholt heute Mittag? Von der Trainingssession? Benni, wie macht die Motorhaube? Das ist eine sehr, sehr konstruktive Frage, mein Lieber Sven. Die Motorhaube macht, kann machen, fritt, fritt, kann aber auch mal klunk, klunk, je nachdem. Donny, Moinsen, auch ein Nils am Start. Moinsen, Nils Röhr. Ja, ich merke sich, der Stream-Chat fühlt sich bei dir auf jeden Fall. Deine Susi ist auch hier richtig dolle präsent. Ich bin da nicht so oft so lange drauf bei dir. Aber ich merke schon, da hast du auf jeden Fall deinen harten Kern hier und auch deine Dame, so wie ich das Sonnchen. Funktioniert. Genau. Donny, vielen, ja, vielen Dank, mein Freund, für den T1 Resub. Willkommen zurück im dritten Monat. Kuss geht raus. Der Donny ist halt der Beste. Bester ACC-Stream ever. Ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Wie heißt das schön? Der treibt mit der Schamesröte ins Gesicht. Warte, kenne ich doch. Den Spruch. Genau. Sehr schön. Natürlich auch hier ganz klassisches Format. Erste Runde ist natürlich die Warm-Up-Runde. Alles wird auf Temperatur gebracht. Ganz locker. Ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Auch hier im Bereich der GT4. Ja? Kleiner Zusatz. GT3 haben die Verwendung von Heizdecken. Der GT4 hat das nicht. Überhaupt nicht. Der GT4 startet wirklich mit sowas von eiskalten Reifen, dass du denkst, okay, wenn du wegen Wärme brauchst, nicht an die Reifen dran. Also nicht wundern, viel lenken und ordentlich bremsen, damit die Felgen, sprich die Reifen, dann auf die Temperaturen kommen. Genau, richtig, richtig. Und auch die Bremsanlage, sehr, sehr wichtig, wenn sie auf Temperatur ist, beziehungsweise Temperatur beginnt reinzukommen in das Thema, strahlt die natürlich auch Wärme ab in die Reifen hinein. MSV, oh, wunderschönen Abend. Sind die Fahrer auf einem ähnlichen Niveau? Oh, das ist, ich sag mal, die SRU kenne ich jetzt schon ein bisschen länger. Ich würde behaupten, die SRU hat natürlich ihre Top-Fahrer, ja. Allerdings ist es nicht so, dass du jetzt beispielsweise als absolute Newcomer im Bereich Assetto Corsa Competizione nicht mitfahren kannst. Das macht keinen Sinn. Also das ist definitiv nicht so. Es gibt eine einzige Liga, die wir im Endeffekt mit betreuen, beziehungsweise in den Kontakt mit haben, die wir auch übertragen, die eine Lizenz voraussetzt. Das bedeutet aber lediglich, dass, in dem Fall ist es die VMS, macht einen Sichtungslauf vorher mit den Fahrern, an dem man einfach nur zeigen muss, dass man das Fahrzeug beherrscht, dass man einfach Kontrolle hat, dass man auch in gewissen Rennsituationen, speziell im Falle der Überholsituation oder der Überrundungssituation, weiß, was zu tun ist. Und wenn man sich da sauber verhält und das alles passt, dann kann man überall mitfahren, das ist überhaupt kein Problem. Ansonsten, alle anderen Ligen haben definitiv Gaststart, die Zulassung ja. Und wenn ihr euch da, wie gesagt, benehmt, dann ist da überhaupt kein Problem. Das ist, die Pace spielt wirklich weitestgehend, ist die Pace von euch selber komplett zweitrangig. Es geht wirklich um den Spaß. Ihr sollt Bock drauf haben, ihr sollt Spaß drauf haben. Wir wollen volle Server haben. Ja, ihr kennt es im Bereich von ACC. Bei 50 ist momentan noch so ein bisschen Schluss. Aber Freunde, unter uns 50 Fahrzeuge auf einem Server, das ist heftigst, heftigst viel. Harrison, wunderschönen guten Abend. Grüße. The Crow, moinsen. Resardini, auch dir. Wunderschönen guten Abend gewünscht. Rechtzeitig, wenigstens als Zuschauer zurück. Grüße an alle. Sehr schön. Ja, genau. Für sowas sind wir da. MSV, kein Problem. Nicht dafür bedanken. Das ist so ein bisschen unser Job. So, jetzt bin ich gespannt. Die erste Ecke, die erste Schikane hier nach Start und Ziel auf Barcelona ist doch sehr, sehr smooth zu fahren. Das ist relativ okay. Die Strecke ist sehr, sehr breit. Es würde vom Prinzip her möglich sein, sogar ein Doppelformat. Vielleicht sogar ein Trippelformat, aber nicht unbedingt die ersten 5 Positionen. Weil, oh, da geht einer schon mal weit raus. Da ist wohl dann die Lenkstange gebrochen. Das ja, so irgendwas sah komisch aus. Susi, vielen Dank für 200 Bits. Kuss geht raus. Jetzt gucken wir uns erstmal den Start an. Das sah komisch aus da hinten. Ganz, ganz komisch. Oh, Start verschlafen. Start verschlafen von Schletter. Da kommt Stöckmann deutlich besser weg. Ist aber noch im Vorteil des Sebastian Schletter, weil die erste Sektion Schikane geht rechts, links herum. Oh, im Hintergrund auch weit aufgefächert. Machen sie gut.
versucht natürlich jeder irgendwo im Bereich seiner Möglichkeiten seine Linie zu halten, beziehungsweise auch die Position schon direkt nach dem Start zu verteidigen. Wir gehen es gleich durch. Das wird sich jetzt so ein bisschen sortieren. Ah, hier hinten auf Platz 17, 18, 19, da wird im Dreierpulk hier gefahren. Also die wollen hier auf jeden Fall die Plätze behalten, zumindest nicht abgeben. Also sieht wunderbar aus, was die Piloten hier zeigen. Also wunderbar. Benny, wie sieht's bei dir vorne aus? Gut, Heaven Jack, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Oh, da gab es einen Schaden. Schreibt man da hinten, Platz 16, 17, 18, 19 und geht mal in die Replay. Da hat es mehrere Zusammenstöße gegeben. Ja, kriege ich nicht mehr. Schade. Ich brauche die Startnummern. Du brauchst die Startnummern. Okay. 21, 64. Zu spät. Egal. Aber ich sehe es gerade. Ja. 711, ja. 36. Hat es da erwischt. Ne, die 711 waren nicht involviert. Okay, also scheinbar scheint hier doch gerade die Software so ein bisschen zu hakeln im Hintergrund. Ist aber nicht schlimm, wir kriegen es hin. Also, Sebastian Schletter auf der 1, Louis Dirkmann auf der 2. Dicht verfolgt hier von einem Benedikt Nurmann auf der 3. Dahinter ist Benjamin Oses auf der 4. Ganz dicht verfolgt von unserem Kollegen Stefan Gauci auf der 5. Frank Leupold ist nicht mehr auf dem Server drauf. Das war wahrscheinlich der Kollege, der da kurz vor Ende der Warm-Up-Runde links ins Kiesbett hinausgerutscht ist. Nino Fürstenberg auf der 6. Fatih Demirci auf der 7, Yannick van Hamel auf der 8, dahinter Tobias Röse auf der 9. Kleine Lücke, dann zu Sven Dahn auf Position 11. Wer ist davor? Wo ist er denn? Hier, Sebastian 7. Krohn auf der 10. Nämlich die 36 im direkten Fight wieder. Kommt gerade hier aus dem Windschatten. Machen wir gleich. Rainer Schmid auf der 16, der hat richtig Position verloren. Philipp Knust ebenso auf der 15. Roger Pesce auf der 12. Sehr schön. Ralf Stingel auf 13. Gerd Ackermann auf der 14. Hito, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Sebastian Krohn. Nein, Philipp Knust auf der 15. Frederik Inger. Jawohl. Von 20 gestartet. Jetzt schon auf 17. Scheinbar ein bisschen profitiert von den Scharmützeln. Pascal Draxler auf der 18. Und Kalle Winkler back on track. Der war, glaube ich, in der Box gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe im Augenwinkel. Ist auf Position 19. Und ihr seht es, 10,3 Sekunden aktuell hinten dran, hinter P18, hinter Pascal Draxler. So, 36 hast du gesagt. Das ist Fatih Demirci, der hier am Diskutieren ist mit Nino Fürstenberg. Nino Fürstenberg geht sehr weit raus, aber die Leistung der GT4-Boliden ist natürlich nicht so übermäßig viel. Ne? Also du musst wirklich gucken, dass du hier laufen lässt und natürlich auch im Rahmen der Streckenbreite deine Optionen umsetzt und nutzt natürlich. Wir gucken mal rein bei Fatih Demirci. Mal gucken, die Heckpartie von Nino Fürstenberg vorne dran mit der 711, ob sie größer, kleiner wird, gleich bleibt. Mal gucken, auch den Rückspiegel bitte nicht vergessen. Yannick van Hamel, der ist auch in Schlagdistanz hinten dran. So, Blatt, ich bin raus. Guten Stream dir noch. Muss ein wenig trainieren, den iRacing, wir schreiben morgen. Machen wir auf jeden Fall. Danke dir fürs Einschalten, mein Freund. Ja, Sven Dahn, so leichter Drift gerade, hat aber gut abgefahren. Die 110 auf Platz 11, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Kannst weiter draufbleiben. Hier hinten ist gerade eine kleine Lücke. Und ich melde mich, sobald es wieder was zu berichten gibt. Oh, Fehler von Fürstenberg. Fehler von Fürstenberg, der hat extrem abkürzen müssen. Aber keine Möglichkeit für Fatih Demirci davon zu profitieren. Ja, jetzt mehr Schwung mit rausnehmen können. Das sieht gut aus. Im Parallelflug sind sie unterwegs. Vorteil liegt bei Fatih Demirci. Rechtskurve, Schikane, rechts-links kombiniert. Jawohl, Fatih ist vorbei. Fatih Demirci ist also jetzt auf Position 6 unterwegs, vorbei an Nino Fürstenberg, der jetzt auf der 7 fährt. Und da hinten dran geht es auch ordentlich zur Sache hier. Yannick van Hamel hat sich an das Heck von Fürstenberg geklemmt. Dahinter zwischen Röser, Krohn und Sven Dahn. Der nächste Dreikampf. Ja, wir haben vorne bei Sebastian Schletter schon wieder eine 1,55er 6,98 Zeit. Also der ist hier schon wieder genau in seinem Element drin. Die vorne sind auf jeden Fall on fire, definitiv. 55 Mitte, 56 tief, 56 tief. Passt bei Stöckmann und bei Nurmann. Schibi, moinsen, mein Lieber.
Ja, aber es sieht wunderbar aus. Also die Jungs geben sich auf jeden Fall Mühe. Das ist ein, ja, man kann es sich wirklich super angucken. Die fahren fair, die fahren wirklich am Limit, würde ich es auf jeden Fall sagen, hier im Windschatten, wie du schon gesagt hast, die vier Boliden, da ist es nicht mal so einfach, mal schnell rauszustechen. Aber ihr seht hier hinten Sebastian Kohn. Oh, viel zu spät auf der Bremse. Viel zu spät auf der Bremse, der Kollege. Das war nicht Sebastian Kohn, das war Tobias Röser gewesen, der jetzt da doch sehr, 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 sehr optimistisch versucht hat, möglichst spät in den Anker zu werfen. Ja, Sebastian Kohn lacht sich da mal kurz ins Fäustchen, bedankt sich. Eieiei, Höllenfehler. Vorteil natürlich auch jetzt Ralf Stingel. Der konnte wieder Ich finde geniale Bilder, Freunde. Das ist absolut genial. Auch natürlich in Kombination mit dem Markenpokal, also dem Markencup-Feeling, was wir hier haben. I love it. I love it. Gehen wir mal aufs Armaturenbrett. Ich hoffe, dass das wirklich genauso gestochen scharf bei euch im Stream ankommt. Da draußen. Also bei mir schon. Goodman, ja, wir sind reine Moderatoren. Wir moderieren sowas fast täglich. Fast täglich, also fast abends täglich. Gerne bei uns auf dem Discord joinen. Und Goodman, dann kannst du darüber, über unser Discord, kannst du dementsprechend Kontakt zu den Ligen aufnehmen und kannst mitfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Auch als Gaststarter, das ist überhaupt kein Thema. Ja, Fehler vom Kollegen jetzt. Da ging einer sehr, sehr weit raus. Ralf Stingel mit der 74 auf der 10. Mal gucken, wer jetzt hinten dran ist. Ein Sven Dahn ist auf 9. Der ist davor. Boah, da kriegt Sebastian Kohn richtig, richtig derbe Druck. Auf der 8. Position. Ne, der ist auf 9. Wo ist er denn jetzt? Auf 8 wird ihm angezeigt. Unten rechts. Sven Dahn auf 9. Ralf Stingel auf 10. Platz 4, die 100. Tobias Röser auf 11. Roger Pesci auf 13. Wo ist denn hier? Philipp Knust 15. Auch jetzt Überholsituation. Ah, Tobias Röser auf 12 abgeschlagen jetzt. Endlich wieder schönes Racing. Die F1 am Dienstag war ja eher. Genau, richtig. Ja, F1 ist morgen Abend am Start. Also morgen Abend um circa 19.30 Uhr starten wir in die neue Saison der VCL-Liga im Rahmen von F1 2020, Freunde. Wir müssen da ganz kurz nach vorne. Hier war es der Gauci. Ja, Gauci muss ein bisschen abreißen lassen auf der 3. Aber hier vorne Stöckmann und Schletter. Die zwei, die besorgen sich mal richtig. Zwei Zehntel hintereinander unterwegs. Freunde, wir gehen auf den Führenden und gehen mal auf die Heckpartie. Ja, da hat man wenigstens einen gescheiten Blick, oder? Da siehst du was, weil der Heckspoiler nicht so brutal ist, bis in die Bildmitte fungiert. Nein, der ist schön unten angesiedelt und jetzt kannst du da auch mal schön über die Vesperplatten gucken, oder? Hat er gesagt. Wenn es keiner verstanden hat, ist nicht schlimm. Translator funktioniert auch im Nachgang beim Ansehen des Videos. So, gibt es einen Link zu dieser F1-Liga? Jo. Ausrufezeichen VCL. In den Chat. Ausrufezeichen VCL. Ja, der Ralf Stingel ist hier dran an Sven Dahn. Es wird gleich auf jeden Fall nochmal interessant hier, wenn er das halten kann. In der Position vom Windschatten aus ist er perfekt ausgerichtet. Also hier ringsrum um Platz 8 bis 10 sauber, was hier sich gerade, ja, hier bietet. Ja, wir müssen auch mal kurz beim Sven Dahn über den Heckflügel schauen, Freunde, weil da ist nämlich auch ein Ralf Stingel ordentlich, ordentlich dicht dran. Geht um Position 9. Bisschen mehr wie 20 Minuten noch. Also, 10 Minuten haben wir schon geschafft. Strecke ist abgekühlt um 2 Grad. Bedeutet von 47 Grad aktuell auf 45 Grad reduziert. Macht aber den Bock nicht fett, Freunde. Spät auf der Bremse hier. Yannick von Hammel im Hintergrund. Auf der 11. Der muss jetzt aufpassen, dass er nicht auszusehen noch kassiert wird. Na, das funktioniert. Das passt. Bleiben wir bei Sven Dahn. Stöckmann und Schletter haben wir oben links so ein bisschen im Blick. Ich glaube, wenn die sich noch 3-4 Ecken lang wirklich massivst bekriegen, dann ist Stefan Gauci auf der 3 dran an Stöckmann. Und dann haben wir definitiv den Dreikampf um die Spitze. Ja, 20 Minuten sehe ich hier noch im Rennen drin. Cool. So, ist die Klimaanlage umgefallen.
ja, Benny umgefallen. Muskulus, das ging deswegen nicht, weil der 2 Sekunden vorher schon mal rausgehauen worden ist, der Link. Ich mach das gerade selber nochmal. Guck, da. Die 3 Links kannst du nehmen jetzt. Das sind die von der VCL. Einmal das Discord, einmal der Twitter-Account und einmal der Instagram-Account. Fürstenberg! Nino, was war da los? Nino Fürstenberg jetzt 2 Positionen verloren. Massiv am Struggeln gewesen. Oh, die Bäume krisseln ein wenig. Oh! Schönes Überholmanöver von Ralf Stingel an der Innenseite. Ist er vorbeigegangen an Sven Dahn. Hammer. I love it. Schön zu sehen, wie die Jungs hier echt am Limit fighten. Aber Freunde, die fighten sowas von genial und fair miteinander. Ja, die Jungs stehlen gerade den ersten 3 so ein bisschen die Show. Ja, auch im Hintergrund ein Frederik Inger. Ein Frederik Inger auf 14 ist vorbeigekommen an Roger Pichy demnach. Roger Pichy auf 16, 2 Positionen verloren. Traxel auf 13. Komm, wir sagen mal ganz kurz den Nino hallo. Hallo Nino! Hallo Bladi! Wunderbar, weiter geht's. War das ein Codewort? Was hab ich? War das ein Codewort gerade oder so? Ich sag jetzt lieber nicht, was ich verstanden habe. Nee, nee, alles gut. Ey, jetzt hör doch mal auf! Das kann doch nicht wahr sein! Fatih Demirci, wo ist er? Hier! 2 Zehntel! Hinter Benjamin Oses! Auch einer der Head-Admins von der SRU. Stingray, wunderschönen guten Abend, by the way. Sorry, dich habe ich fast überlesen. Big Sushi, auch dir. Wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Freunde, wisst ihr, was ich absolut genial finde? Das nur so am Rande. Wir haben vom Altersdurchschnitt, also von der Altersspanne her, wirklich alles vertreten. Alles. Sei es die Community hier im Stream generell, als auch in den aus Fahrersicht in den Liegen. Volle Lotte. Wollte Benjamin Oses da aufbiegen und brechen, die Position verteidigen. Ihr habt es gesehen, was passiert ist. In der ersten Ecke war es schon ziemlich eng. Da ist es sehr, sehr weit gegangen. Und in der zweiten Ecke war er dann viel zu spät auf der Bremse. Dementsprechend hier verdient Positionsverlust. Benedikt Numan auf der 4, auf Position 5 ist also jetzt Fatih Demirci, kam vorbei an Benjamin Oses, hat ihn da gedanklich in den Fehler reingetrieben und auch das eine sehr, sehr geniale Geschichte, wenn ein Fahrer das umsetzen kann, psychologisch einfach mit den Kollegen ein bisschen spielen kann, Nervenstärke beweist und zeigt und dann geht es hier ordentlich, ordentlich zur Sache. Ja, der Kalle Winkler hier auf der Position 19 mit der 23, kommt nicht so richtig ran oder beziehungsweise ja, hat Probleme. 2:02 war seine beste Runde. Das ist natürlich schon mega weit von den Jungs, die bis Platz 15 hier unterwegs sind oder sogar noch mit Platz 17, 18. Da sind es 1:59. Das ist dann doch schon eine ganz schöne Hausnummer. Das stimmt, ja. Da fehlt. Ja. Alte Oma, ja, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen, wunderschönen Abend. Gewünscht Marco auch mit am Start. Auch dir vielen Dank für den Follow. Moinsen, leider kein Lenkrad, sonst wäre ich dabei. Ist nicht das Problem, Digga. Kein Problem, Stingray. Auch hier, wobei ich sage, ganz klassisch, ACC mit dem Controller zu fahren. Es gibt so wirklich Hardcore-Fahrer, das machen die. Aber, müssen wir halt mal probieren, ne? Es ist möglich, definitiv. Jawohl. HG4S, vielen Dank für den Follow auch zu mir. Jetzt raus zu sein. Zeigt das zumindest an. Und erstmal ein Prime-Sub da gelassen. Digga. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich viel Spaß mit den Emoticons. So, Mike, was hast du gesagt? Bin hier gerade so geflasht, Mann. Die Software hat gerade wieder ein bisschen gesponnen. Alles gut, mach weiter. Okay. Aber bleib bitte auf Platz 7, Platz 8, nämlich die 74-231, Ralf Stiegel und Rainer Schmid. Ja, Stingel auf 7, das stimmt. Diskutiert mit Sebastian Krohn, beziehungsweise auch mit dem Vordermann. Das ist Benjamin Oses auf Position 6. Ja, wir können ja mal hier bei Sebastian Krohn. Zieht es Schlieren? Nö, geht.
Fahren wir mal in der Far Chase Momentum mit. Gucken wir mal, was die beiden Kollegen da vorne veranstalten. Das ist Ralf Stengel. Schon wieder Halbzeit. Gott sei Dank gibt es noch ein zweites Rennen, Freunde. Nächste Effekt, Fire bei den... Ah, okay. Okay. Oh, das ist bitter. Ja, vor allem dann, wenn man schon mal Lenkrad gefahren ist, ne? Oder Lenkrad normalerweise fährt und dann eigentlich... Oh, das ist... Ist das so Zwangspause, Stingray? So vom Gefühl her? Fühlt sich das so an? Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist definitiv die richtige Aussage. Ich glaube, so fühlt sich's dann auch wirklich an. Wie Folter, ja. Ja. Hast du eine Option? Oh, da müssen wir ganz kurz vor. Stöckmann, Stöckmann und Schletter. Außenrum muss hier der Kollege Luis Stöckmann vorbei. Wird also gezwungen von Sebastian Schletter, die Linie weit zu nehmen und ist nochmal geblockt worden. Schönes Manöver. Gut gefahren vom Sebastian Schletter. Ey, Sebastian Schletter ist richtig stark unterwegs, mein lieber Gesangsverein. Boah, Benjamin Osis hier, die 17 auch, auf Platz 6. Wahrscheinlich bekomme ich Ersatz die Tage. Okay, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Mir blutet da immer so ein bisschen das Herz, wenn ich dann mitbekomme, von wegen hier, dass ihr nicht fahren könnt oder so. Ich bin... Ach ja. Weißt du, bei mir ist das Phänomen, ich habe zu wenig Zeit zum Fahren. Und, ja. Mein Zeug staubt hier stellenweise ein. Dreikampf um Platz 6. Schalte mal durch. Ich bin da, ich bin da. Ich bin gerade bei Ralf Stingel dabei. Wir können aber auch mal zu Sebastian Krohn rüberschalten. Der hängt da nämlich richtig. Das ist Wahnsinn, wie lange und wie konstant die diese Zweikampf-Battle bzw. Dreikampf-Battle fahren. Oh, Röse auf 13, auch 88.000 Slowaker gerade dran an der Heckpartie von Pascal Draxl müsste das sein. Ja, Pascal Draxl auf 12. Hammer. Und auch ein Tobias Röser mit von der Partie. Hammer, genial. Wo ist Frederik Inge auf der 14? 5 Sekunden hinten dran hinter dem fast Vierkampf gleich. Röser, Draxl, von Hammel und Fürstenberg. Holen sie da gleich ein. Auch Fürstenberg muss zünden. Der war 2 Sekunden langsamer im letzten Umlauf. Ja, aber schön, was sich so unsere für Kuppchen gebildet haben. Geht er weit, geht er weit. Yannick von Hammel. Aber auch Draxl im Hintergrund Probleme gehabt. Wahnsinn. Da sind wir noch hier vorne, Platz 1, die 25, Sebastian Schletter unter Druck von Luis Stöckmann. Capjack, wunderschönen Abend, grüße dich. Willkommen im Club, geht bei mir gerade genauso. Pedale in der Reparatur. Uah. Kaum hat Luis sein Problem mit ACC gelöst, fährt er richtig stark. Ja, so ungefähr so. So ungefähr. Nee, gefällt mir richtig gut, der Kollege. Wenn ich werde dein Nachbar, dann kann ich ja bei dir fahren. Ja, vom Prinzip her, Sven, tu dir keinen Zwang an. Lang genug kennen wir uns ja schon dafür, ne? Ja, ja. Nino Fürstenberg gerade wieder auf die 12 durchgereicht worden, die 711. Also die fighten hier richtig um Platz 10. Also da geht's richtig ab, Benny. Bin drauf, ja, jetzt muss er wieder, jetzt wird er gezwungen, sehr weit die Tür aufzulassen. Boah. Ja, 3,3. Also die 5 Sekunden Richtung Frederik Inger geblickt, sind auf jeden Fall passé, Freunde. Helmkamera. Helmkamera bei Tobias Röser auf P13 aktuell. Alex Radetzky, wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Ja, Alex Radetzky wird am 16. Mal bei mir hier auf Besuch rumkommen. Wird sich mal ein bisschen an der DD probieren. Schön gesehen vom Kollegen. Nein, das war jetzt nicht schön. Leichter Hecktreffer, quergestellt, auf den Körb quergestellt, Tobias Röser mit dem Cayman. Aber okay, alles gut. Genau aus solchen Situationen oder beziehungsweise genau aus diesen Gründen gibt es diese Test-Events. Es geht hier um nichts, Freunde. Machen wir uns nichts vor. Gibt hier keine Punkte etc. Geht einfach nur darum. Das sind alles Fahrer der SAU, definitiv.
Marv, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen und schönen Abend. Das sind alles Fahrer der SAU und die werden sich natürlich im Nachgang nicht an die Gurgel gehen. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Außerdem gibt es natürlich noch einen zweiten Heat. Es gibt noch ein zweites Rennen, Freunde. Wir schalten rüber zu P7. Sebastian Krohn, 13., 2-Zehntelchen hinter Ralf Stingel. Ja, hier vorne gab es einen Wechsel, nämlich wir haben hier den Benedikt Norman, der jetzt auf Platz 3 unterwegs ist. Ja, ist vorbei an Stefan Gautschi, vollkommen richtig. Norman also jetzt auf der 3. War lange Zeit auf der 4 gewesen. Ich glaube aber, es war auch der Fehler von Gautschi. Wir gucken gleich mal auf die Rundenzeit bei Stefan Gautschi. Ja, direkt im Anschluss hier haben wir das zweite Quali und auch das zweite Rennen über 30 Minuten nochmal, ja. Strecke, Fahrzeuge bleibt alles gleich. Fahrerfeld bleibt alles gleich. Ah, die Nummer 10 ist dran an der 12, also sprich an der 711 besser gesagt, also am 12. Platz. Jetzt kommt gleich der Angriff. Nee, steckt zurück. Hammer! Weit gegangen von Fürstenberg. Viel zu weit. Jetzt ist er vorbei. Frederik Inge auf 12. Fürstenberg auf 13 dahinter. Und ganz dicht dahinter ist Tobias Röser mit einem Powerslide. Danke für dieses Picture, mein Freund. Richtig schön. Also auch mit dem GT4, mit dem Porsche Cayman ist es möglich zu driften und zu sliden. Hier vorne warten wieder mal an Sebastian Schleter und Julius Stöckmann. Gehen wir kurz in die Helicam rein. Benni, ich würde mal sagen, setz dich mal on board rein, hau den Sound hoch und lass die Leute mal genießen. Einfach mal Motorsound on board. Bei mir ist gerade so laut, Mike, ich habe nur Hälfte verstanden. Ich bin gerade eine Helicam. Alles gut. Schaut euch bitte diese Bilder an. Schaut euch diese Kulisse an. Schaut mal so ein bisschen abseits der Strecke. Das ist Wahnsinn. Das ist eine sehr, sehr geile und wirklich geniale Helikamera hier auf Barcelona auf dieser Strecke. I love it. Also kurz zu auf P9 zum Sven Dahn. Da ist es auch ordentlich eng. Ah, jetzt ist er schlecht rausgekommen aus der Bergauf-Rechtskurve. Ja, und ihr seht, wie immer wieder vereinzelt dann die schwarzen Striche gezogen werden. Weil es da die Stühle quersetzen. Wenn ich das richtig sehe, ist der Benedikt Dormann zurückgefallen auf Platz 5. Wenn mich hier meine Grafik nicht täuscht. Mach den Satz nochmal von Anfang an, weil irgendwie habe ich am Anfang an nur kleiner Schrank verstanden. Kleiner Schrank. Sag mal, Benni, hörst du mich nicht? Du warst extrem leise, deswegen meinte ich das. Nee, ich habe hier zweimal Benedikt Norman. Irgendwie ist das richtig. Platz 3, einmal die 187 und dann habe ich die 36 auf Platz 5. Ja. Okay. Auf Platz 5 ist Fatih Dimitrić. Das wird dir nur falsch angezeigt. Da musst du rüber gucken in ACC. Schneebelli, vielen Dank für den... Moinsen! Horny, vielen Dank, mein Lieber, für den Host. Digga, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Und natürlich fettes Merci an die 52 Zuschauer, die damit rüber stolziert gekommen sind. Wunderschönen guten Abend. Ja, auch einen guten Abend von mir. Jo, mein Freund. MB, Mr. B Splash, vielen Dank für den Follow. Wunderschönen guten Abend auch zu dir. Ja, momentan hat sich das Feld ein bisschen gesetzt jetzt. Jetzt haben wir gerade nicht. Das ist nur eine Frage der Zeit, mein lieber Mike, bis sich das wieder richtig eskaliert dann, ne?
Setzen ist hier nicht. Nee, nee, nee. Nicht bei dem Fahrerfeld. Aber der Sebastian Schlüter, bist du vorne drauf? Da war wieder gerade im engen Bereich, halbe Sekunde. Ja, wir blenden den auch gleich nochmal ein, Horny. 5 Minuten, wenn das Rennen zu Ende ist, dann drücken wir nochmal ganz kurz auf den Trailer-Knopf. Hauen den nochmal raus. Dass hier bloß nicht langweilig wird. Ah, Nino Fürstenberg, die 711 auf Platz 13. Platz 14 rückt näher, der Tobias Röser. Nino Fürstenberg auf der 13. Tobias Röser 58,3 gefahren, Nino Fürstenberg aber in 58,1. Also normalerweise sollte er ganz langsam oder locker wegkommen von Tobias Röser auf 14 liegend. Aber es ist natürlich auch noch nicht überstanden. Ne? Also 4 Minuten haben wir noch, ein bisschen mehr. Hat das schon wieder 30 Minuten um? Oh Mann. Boah, das ist so brutal, was die... Ula, die Kamera wollte ich. Was die da vorne abreißen. Stöckmann und Schletter. Führender und Platz 2. Nein, das kannst du nicht machen, Bonnie. Das ist ein komplett eigener Account. Du musst wieder bei Null anfangen. Das ist generell der Fall. Du kannst jetzt auch zum Beispiel nicht, wenn du 2 Accounts hast und fährst ACC auf dem PC, kannst du auch zum Beispiel nicht hergehen und kannst Account intern oder beziehungsweise Account übergreifend das transferieren. Das geht nicht. Egal, wo du jetzt hinschaltest, überall kloppen die sich um die Positionen. Hier, Roger Pichet auf 15, diskutiert mit einem Sebastian Krohn dahinter. Philipp Knust auf der 16, so rum. Aber auch der Nino Fürstenberg hat Probleme. Der Tobias Röser ist so wieder am Rand kommen. Also ja. Das ist nicht so wirklich die fest, sind jetzt genau auch wieder gleich unterwegs. Du siehst die letzten Runden, 58,0 bei beiden. Komm, wir gehen mal hier, wir gehen mal auf die Motorhaube. Bei Philipp Knust. Oh! Fehler von Roger Pichet! Ich hab's geahnt. Kerle, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, mein lieber Roger. Stay cool, stay focused, wie es so schön heißt. Bleib im Tunnel. Röser ist vorbei. Röser ist vorbei an Fürstenberg. Fürstenberg ist auf der 14. Tobias Röser ist auf der 13. Ralf Stingel auf der 6. Position. Wo ist er? Hier. Ja, verfolgt einen Kollegen Fatih Dirminici auf der 5. Halbe Sekunde. Ähnliche Situation wie vorne. Schletter und Stöckmann. Komm. Fahren wir mal kurz Asphaltansicht mit, damit ihr seht, was hier abgeht auf dem schwarzen, respektiven grauen Asphaltband. Ja, mach mal den Sound richtig laut, damit die Jungs im Stream hier das mal ordentlich mitbekommen. Leichter Rutscher, einmal komplett über alle 4 von Ralf Stingel, über den Körb. Und das kostet so viel Zeit, Freunde, das ist Wahnsinn. Das musst du dann, da brauchst du gefühlt wieder eine halbe Runde. Leaders on Final Lap now, hat mir der Spotter gerade ins Ohr gewispert. Heißt also, letzte Runde, den Seitentower links haben wir so ein bisschen im Blick, ja, aber die letzte Runde gönnen wir auf jeden Fall dem Kollegen Sebastian Schletter, dem Führenden aktuell. Geht hier weit raus, das ist aber trotzdem nicht die Möglichkeit für Louis Stöckmann. Er muss sich noch gedulden. Also der wird schwitzen, der Junge, und da kommt noch ein Rennen. Die letzten 20 Sekunden hier
im ersten Rennen. Könnte. Traxel dran an Dan. Geht um Position 9. Oh, bessere Exit von Schletter. Ganz leichter Heckrutscher bei Stöckmann. Ah, hier hinten Platz 9 und die 110. Sven Dahn kämpft jetzt hier mit Pascal Traxel. Im ersten Moment ja, Dennis. Im ersten Moment ja, weil du einfach nicht die Performance hast. Rundfahren, weichfahren, das ist halt die Oberprämisse im Rahmen der GT4-Boliden. Das hat Schletter. Sebastian Schletter wird sich hier den Rennsieg holen, den ersten Sieg. Also im ersten Rennen, so. Ja, passt. Sebastian Schletter, Gratulation zum Sieg. Louis Döckmann ist Zweiter geworden. Sehr, sehr geiles Thema. Benedikt Nurmann, Gratulation zu P3. Stefan Gauci Vierter geworden. Fatih Demirci wird Fünfter. Dicht gefolgt von Ralf Stingel auf P6. Sebastian Krohn Siebter. Auch hier natürlich die Glückwünsche, die rausgehen. Benjamin Oses Achter. Ein Sven Dahn schafft es. Schafft er? Ja, schafft er. Sven Dahn wird Neunter, ganz dicht vor Pascal Traxel, der sich Position 10 sichern kann. Yannick von Hamel wird Elfter. Frederik Inger von 20 gestartet, trotzdem P12 für unseren Kollegen alias der Finger. Tobias Röser, 13. Nino Fürstenberg wird dann gleich 15. werden. Auch er ist jetzt hier raus schon abgebogen auf Startenziel. Und zu seiner Rechten dann gleich schwarz-weiß kariert. Sehr schön. Philipp Knust, 15. Roger Pichet macht das Thema als 16. komplett. Rainer Schmid muss noch Momentum fahren. Aber wird das Thema auf jeden Fall als 16. hier absolvieren. Wie gesagt, kommt noch ein Rennen. Ah, immer locker bleiben, locker durch die Hose. Ich gratuliere natürlich auch dem Podium und allen Fahrern für die klasse Leistung, die der Krabbel heute hier sehen durfte. Und hoffentlich noch weiter sieht. Definitiv. Gerd Ackermann macht P17 komplett. Ja, und Kalle Winkler, das ist sein Markenzeichen, Freunde. Warum ist der Scheibenwischer an? Weil es halt einfach der Kalle Line Racing Kalle Winkler ist. Oh nee, Kalle, was macht deine Motorhaube? Ja, bloody. Wie macht die Motorhaube genau? Die Motorhaube macht jetzt in dem Fall hier fritt, fritt, fritt im Winde. Gratulation P18 an Kalle Winkler. Sehr schön. Also, Schletter, Stöckmann und Nurmann. Das Podium jetzt im ersten Heat, im ersten Rennen. Und wie gesagt, wir werden gleich noch ein Rennen sehen. Wir machen aber kurz den Szenenwechsel. Springen kurz wie... Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da war der noch aktiv. Genau, dann zeigen wir nochmal ganz kurz den Trailer jetzt vom 12er der VCL. Und nochmal ganz kurz den Trailer von der SEU dann selber. Also, viel Spaß. We'll be right back.
Eigentlich kann man da gar nicht viel dazu erwähnen oder hinzufügen, oder? Das ist einfach genial. Ja. Ich meinte, Mike, das war jetzt, ich bin schon wieder live, alles gut. Genau, richtig. Sehr schön. Also, freies Training, 2 Minuten, ganz kurz als Wartezeit für die Fahrer. Server ist gerade umgesprungen, passt. Heißt, wir hauen nochmal ganz kurz den Trailer für die GT3 Challenge der kommenden Saison, der Saison Nummer 2, seitens der SEU raus. Viel Spaß. Auch der kann sich natürlich sehen lassen, ne? Also um Gottes Willen. Ich will jetzt hier keinen der Trailer, die wir jetzt bis jetzt schon eingespielt haben, irgendwie schmälern oder sowas. Also bitte richtig verstehen, ne? Ja, wunderschönen Abend auch persönlich jetzt an Sid. Schön, dich zu lesen, mein Lieber. Hoffe, dir geht's natürlich gut, ganz klar. So, da sind wir wieder retour auf dem Server. Geht jetzt jeden Moment weiter. Sehr schön. Also, 19 Fahrer machen sich auf und hämmern jetzt hier ganz locker aus der Box raus. 15 Minuten Quali-Session Nummer 2 ist jetzt das Thema. Strecke, wie gesagt, ist gleich geblieben. Wir reden hier von Barcelona, im schön gelegenen Catalunya und ebenfalls auf dem GT4 des 718er Porsche Cayman. Muss ja, Level geht weiter. Ganz genau, Sid. Also, Stöckmann startet jetzt von hinten. Und möchte nach vorne fahren. Schauen wir mal, also diese Startmanöver, dass man von hinten startet, das ist, dafür sind ein Roger Pichet und ein Louis Stöckmann bekannt. Das ist vollkommen richtig. Ich gucke jetzt gerade. Nee, Roger ist rausgefahren. Also Roger Pichet ist am Fahren. Der startet demnach nicht von hinten. Aber ein Louis Stöckmann ist definitiv an der Box. Auch ein Nino Fürstenberg steht hier in der Box. Schauen wir mal, was die Jungs da machen. Auch ein Gerd Ackermann. Und diese Lackierung, die hat auch was, Freunde. Schaut euch das Ding an. Wahnsinn, oder? Sieht so ein bisschen crushed aus, das Thema. Zumindest im hinteren Verlauf. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ja, vorhin war sie im ersten Rennstart, war sie sogar, Alex Radetzky, war sie 1 Grad heißer. 47 Grad haben wir gehabt. Jetzt haben wir aktuell 36 Außentemperatur und 46 Grad Streckentemperatur. Ja, Deacons, kannst du spätestens morgen Abend ab 18 Uhr, Horny, bitte, wenn du da sein solltest, korrigiere mich, ab 18 Uhr morgen auf YouTube. Ansonsten kann man auf jeden Fall nach dem Rennen nochmal einspielen, das kriegen wir hin. Haji, ich müsste jetzt lügen, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich auch nicht alle Lackierungen im Kopf, ne, also auch das, denke ich, werdet ihr verstehen. Es könnte sein. Porsche Motorsport. Doch,
Ja. Dürfte eine normale, also eine Standardlackierung sein, die Gerd Ackermann hat. Wie gesagt, wenn ihr es genauer wisst oder besser wisst, bitte einfach kurz reinschreiben in den Chat, ist kein Problem. Ja, das eine bin ich schon gefahren, von Alex Radici geschrieben. Okay, dann nehme ich alles zurück, aber gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Finde ich cool. Das Thema. Ja, nice ist die dennoch. Ja, definitiv. So, mein lieber Mike, du bist noch am Start? Ja, ich habe das gerade hier mit der Technik ein bisschen rumgespielt. Ich bin gerade wieder am Einrichten. Alles gut. Geht sofort wieder los bei mir. Ich bin da. Alles gut. Ist jetzt Reverse Grid. Lass mich kurz nachlesen. Ich glaube jetzt hier im Test-Event nicht. Im normalen Saisonverlauf ja. Arno, ich glaube jetzt nicht richtig. Also ich lese jetzt hier nichts im Ablauf von Reverse Grid, aber in der normalen GT4 Challenge Saison definitiv. So, da bin ich wieder, Benny. Ich bin jetzt wieder einsatzfähig. Ich habe hier bloß gerade mal so ein bisschen rumgespielt und das war nicht gut, aber jetzt bin ich wieder da. Ich freue mich jetzt aufs zweite Rennen mit dir, Benny. Und wir sind in der Quali, 10 Minuten stehen noch auf dem Tacho. Und mal sehen, wie es jetzt mit den einzelnen Fahrern hier aussieht. Na, die 718, der Gauci, wird wieder favorisiert. Dann haben wir die 17 mit Benjamin Osses, der sicherlich hier vielleicht wieder mitreiten kann. Mal gucken, bin ganz gespannt, Benny. Definitiv. Ja, Benjamin Osses ist ja auch ein Namensvetter von meiner Seite. Schibi, ich habe auch einige schon von den Kollegen gehört, dass Mudbox auch geht. Du musst halt immer gucken, dass es dann dementsprechend ins richtige Dateiformat bringst irgendwie. Aber dann sollte das normalerweise passen. Genau, und so wie der Loyalty Chris geschrieben hat, GIMP, die kostenlose Version bzw. Photoshop dann, ist auf jeden Fall machbar. Ich habe ja schon sehr, sehr viele Liveries hier bei mir am Start. Ich würde sie euch ja zeigen. Ja, das Problem ist, die kommen aber erst noch. Und ich will den Kollegen natürlich, den Rennteams, da nichts vorwegnehmen. Ne? Sonst würde ich euch da schon das ein oder andere zeigen können. Also es sind schon sehr, 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 sehr fette Lackierungen mit dabei. Also das nur so unter uns. Also ich persönlich habe schon mehrere Minuten hier vorm Rechner, vor den Monitoren gesessen und war so dem Sabbern kurz davor gewesen. KN5-Dateien braucht Mudbox. Okay, dann musst du sie nur umrendern in ein anderes Format. Und wenn das irgendwie funktioniert, dann ist es technisch gesehen kein Problem. Genug Quali für heute von Triders geschrieben, alias Louis Stöckmann. Okay. Ja, warum nicht? Ist ja in Ordnung. Bin gespannt, wie unsere Livery im Stream kommt. Ja, ich glaube, das sind sie alle, mein lieber Chris. Das sind sie, glaube ich, alle. Aber meinst du, sind die Jungs noch fit genug, um hier nochmal so ein Feuerwerk abzubrennen wie im ersten Rennen? Oh, ich glaube schon. Ich glaube. Du, dafür haben die wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür haben die extrem viel Erfahrung. Also weit ist mittlerweile, egal welche Liga wir übertragen und streamen, also mir fällt regelmäßig einfach immer wieder mal die Kinnlade auf den Tisch, weil doch so viele, mittlerweile so viele Fahrer hier bei Bloody zu sehen sind und die reißen da teilweise eine Performance ab, wo du dir denkst, wie machen die das? Ja, also das ist Wahnsinn. Wir haben gestern Abend zum Beispiel auf Bathurst, gestern Abend sind wir ja auch selber gefahren, auf dem GT4 auf Bathurst und da ist die Spitze eine 2 Minuten glatt gefahren. Also 2 Minuten. Oha. Tief. Ja. Oha. Also. Also um es jetzt blöd auszudrücken, das fährt die Spitze, die Weltspitze in ACC. Da bin ich ja mal ganz gespannt, was da am Samstag dann abgeht bei dir hier. Ich war bis eine Minute vor Ende auf Pole, ganz genau, Triders. Und dann kam auf einmal ein Sebastian Schletter um die Ecke. Aber sowas von. Roger PG auf 4 aktuell im Quali-Rahmen. 1:57.321. Die Pole-Zeit liegt immer noch bei Stefan Gauci mit einer 1:55.515 zugrunde.
Ja, krass, guck mal. Bisschen mehr wie 3/10. Also ihr seht, 0,333. Also schön die Schnapszahl nach dem Komma komplementiert. Hat Benjamin Oses mit P2 inne die 55,848. 56,106 gehört zu Yannick von Hammel auf P3. Tobias Röse auf der 5 mit 57,540. Philipp Knust auf der 6. 59,451 und Rainer Schmid auf 7 mit 59,562. Gerd Ackermann für 59,730 war auf der Position 8 gewesen. Jetzt ist er auf 9. Wer hat sich da vorne reingeschummelt? Ein Sven Dahn, neuer Dritter. 55,956. Ja, aber der Gerd Ackermann war erst ganz hinten und hat jetzt eine Runde hier mal schnell angepäst und 1,59 rausgehauen. Aber jetzt wird er wieder durchgereicht auf Platz 10, Benny. Also da ist noch nichts ausgestanden. Wir haben noch 6 Minuten 30 hier im Quali. Plus Wartezeit. Da kommt noch einiges. Ja, definitiv. Na ja, bis Platz 4 1,55er Zeiten. Dann fahren wir an ab Platz 5 mit 1,56. Das fast, kann man schon so sagen. Mike, würdest du ganz kurz mal übernehmen? Dann. Ich muss mal ganz kurz austreten dürfen. Ich bin gleich wieder für euch da, aber der Mike ist auf jeden Fall weiterhin für euch zu hören und am Start. Ja, ich mach okay, mal kurz die Autokamera an. Ne? Und nicht vergessen, Hände waschen, denkt dran. Ja, ja, also. das krieg ich hin. gleich. Gut, gehen wir also nochmal die einzelnen Platzierungen durch. Sebastian Schlieter hier mit der ersten Position momentan hier im Quali. Hat hier eine 1,54,29 gerade in den Asphalt gebrettert. Also wir haben die 1,55er Zeit jetzt also im zweiten Quali hier vor dem zweiten Rennen. Ja, die haben wir geschafft. Zweiter Platz, Stefan Gautschi hier in dem Moment mit der 1,55,515 in der letzten bzw. vorletzten Runde gefahren. Dann haben wir den Benjamin Osis, der auch eine 1,55,590 hier gefahren ist auf Platz 3. Weiter geht's auf dem vierten Platz mit Sven Dahn. Der fährt eine 1,55,956. Und auf der fünften Position haben wir Yannick von Hamel mit einer 1,56, wie ihr ja auch im Stream sehen könnt. Hier fast auch wieder glatt gefahren. Roger Pesche, der fährt momentan auf Platz 6 hier mit der 719 mit 1,57,321. Dann haben wir auf der 7 Tobias Röser, der momentan mit einer 1,57,540 hier unterwegs ist. Dann geht es weiter. Es gibt gewisse Änderungen. Jetzt nämlich Platz 10 und 11 haben sich gerade verschoben. Da sind wir noch nicht. Gehen wir zu Rainer Schmidt, der auf Platz 9 gerade unterwegs ist mit 1,57,888. Eine schöne Schnapszahl. Und jetzt hier ist er gerade nicht mehr auf der Strecke, sondern erstmal hier ins Kiesbett gerutscht. Weiter geht's auf dem Platz 10. Philipp Knust, der mit 1,58,323 hier unterwegs war. Wir haben noch 4 Minuten, die im Quali offiziell hier am Werken sind. Dann geht's weiter mit Fatih Demirisi, der auch jetzt momentan in der Pit ist, aber den 12. Platz pilotiert. 13 Pascal Draxel, der hier auch in der Pit ist auf Platz 13 gelistet. 14 Sebastian Krohn. Und da ist er wieder, der Benny. Bin auf der Platz 14. Lass mich noch kurz durchmachen, dann übergebe ich dir wieder den Stream. 15 ist Ralf Stingel, der den 15. Platz pilotiert. 16 Kalle Winkler. 10 haben wir Frederik Inger. 18 Nino Fürstenberg. Und 19 Luis Stöckmann. Benny. Vollkommen richtig. Fatih Demirci, das habe ich noch nicht gehört. Ja, es ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Der Kollege heißt Fatih Demirci. Demirci, genau, richtig. Also ein bisschen die Zunge verknoten und sowas, und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Aber genau. Der Fatih weiß definitiv, wie es gemeint ist. Ein ganz feiner Kerl, definitiv. Und alles cool. Gut. 3 Minuten haben wir noch, Freunde. Vielleicht gibt es ja in der letzten Minute nochmal hier den Führungswechsel. Gucken wir mal. Du meinst so wie im ersten Quali? Genau, richtig. Wäre denkbar. Alles zuzutrauen. Ja, ja. Benedikt Nurmann, neuer Zweiter. 54,918 von Benedikt gezeigt.
Da geht noch was, pass auf, da geht noch was in der letzten Minute. Schletternde 54, 4, 2, 9, Freunde, kann doch nicht wahr sein. Ja, das habe ich auch schon gerade gesagt, die 1,55 haben wir geknackt im ersten Quali, jetzt sind wir schon weiter runter. Die haben Übung, die Jungs. Und wir haben immer noch Asphalttemperatur 46 Grad, meine Herren. Ja? Ja, das ist schon nicht ohne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Fahrer kommen erstaunlich gut damit zurecht. Also es ist nicht so, dass jetzt da irgendwie gefühlt jede zweite Kurve der Abflug zu sehen ist oder dass die Fahrer hier die Kontrolle verlieren, im Gegenteil. Sondern die machen echt wirklich einen großartigen Job bis dato. Da bin ich begeistert. Gefällt mir. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht's aus mit dem 6-Stunden-Rennen auf Barcelona? Findet statt? Wieso soll das nicht stattfinden, Chris? Mach mich nicht schwach. Ich weiß auch nicht, dass es nicht stattfinden soll. Insofern alles gut. Bin ich mal kurz zusammengezuckt hier. Devs, Mensch. Meine Nerven. Na, vielleicht weißt du noch irgendwas nicht, was die anderen wissen. Das wäre schlimm, wenn dem so wäre. Ja, okay. Platz 1 und 2 ist momentan immer noch hier Sebastian Schlieter auf 1 und Benedikt Norman auf der 2. 3 Stefan Gauci. Also mal sehen, ob es so bleibt. Wir haben ja, noch Schlitter hat aber eine nachlegen Minute können, ne? Der hat hier eine 54-207 jetzt gezeigt. Ah, ja, sehe ich auch gerade. Hammer Sache. Wie das rubbert hier, wenn du die Curbs, wenn die über die Curbs hämmern, das habe ich in keinem anderen Spiel so. Wahnsinn. Ja. Ja. Hey Donny, vielen Dank für 60 Bits, mein Lieber. Kuss geht raus. Fettes Messi dafür. Ja, das macht schon ordentlich was her, wenn du so ein bisschen Curbs hast, ne? Also, Sebastian Schlätter abgewunken worden, Quali ist vorüber. Hat die Polezeit da erstmal bestätigt, die 54207. Sehr schön. Passt. Haben wir. Benjamin Ose ist auf 3. Sehr schön. 55326 im letzten Momentum fährt er sich da nach vorne auf die 3. Dir das an, da gab es also nochmal einen Wechsel. Also hätte ich es nicht gedacht. Wahnsinn. So, wir sprechen drüber. Also, Sebastian Schlätter, der Polesetter, Nurmann auf der 2, Benjamin Hoses auf 3, Stefan Gauci auf 4, Sven Dahn auf der 5, Yannick von Hammel auf 6, Roger Pichy auf der 7, Tobias Röse auf 8, Rainer Schmid auf 9, Philipp Knust auf 10, Gerd Ackermann auf der 11, Nino Fürstenberg auf 12, Fatih Dimirci auf der 13, Pascal Traxel auf 14, Sebastian Krohn auf 15, Ralf Stingel auf der 16, Kalle Winkler auf 17, Frederik Ring auf 19, 18 und Louis Dückmann auf der 19. Sehr schön, da haben wir alle auf dem Bild. Wunderbar, so muss das. So, try das, lass fliegen, schreibt der Donny. Jawohl. Das hört er auch. Gibt ja auch mittlerweile, das ist ein absolut geniales Phänomen. Gibt hier mittlerweile auch sehr, sehr viele Fahrer, die haben den Stream da im Hintergrund offen. Und teilweise sogar laut, also teilweise sogar gar nicht gemutet. Weil sie da stellenweise auf die Stimme da von uns fixiert sind. Und die ein oder andere Information, speziell wirklich im Langstreckenbereich, im Sprint vielleicht ein bisschen weniger, aber im Langstreckenbereich machen das viele, 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 ähnlich wie bei den ganz großen Events, angefangen von den 6, 8, 12, 24 Stunden Events, dass dann ein separater Spotter im Stream mit drin sitzt und da die ein oder andere Information mit rauszieht und die natürlich da weitergibt an sein Team. Chris, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Go Stockbrot, ja, damit ist Stöckmann gemeint. Ich fahre da zu viel auf Motorsound. Ja, das ist vollkommen richtig. So, Benni, eine Minute bis zum Start des zweiten Rennens hier bei der Porsche Cayman Gruppe 4. Wunderbar.
Allerdings finde ich bei der Software, die du mir zur Verfügung gestellt hast, das mit dem Klicken geht mir noch ein bisschen auf den Zeiger. Du das weißt, ist normal. Was ich meine. Das ist normal. Das ist echt anstrengend. Ich habe mir das am Anfang ging mir das genauso. Mittlerweile drücke ich einfach drauf, kontrolliert drauf und dann ist es kein Problem. Okay. Bin ja manchmal am. Solange du die Akustik, die du gerade gemacht hast, weglässt, ist kein Problem, weil da kriegt es auch keiner mit. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Verdammt! Alles gut. So, wir konzentrieren uns. Eine halbe Minute haben wir noch. Und dann wünsche ich allen viel Spaß und viel Glück. Und und dann noch einen schönen Stream an die Zuschauer, die bei dir auf dem Kanal unterwegs sind. Und das sind ja nicht wenig. Ganz locker, auch so wie eben gerade, Einführungsrunde, alles auf Temperatur bringen. Wir können ja mal die Einführungsrunde bei Louis Stöckmann mitfahren. In der Helmkamera. Hier, kommen wir machen mal komplett, wir machen mal Vollbild hier. Ah, die gleiche Einstellung habe ich mir jetzt auch genommen und die finde ich Hammer. Jetzt wird das einfach Hammer. Hier alle unterwegs sind in einem Bild fast, also das sieht echt wunderbar aus. Aber schon wieder ein bisschen. Aber nicht in der Einführungsrunde, mein lieber Sven. Dann nicht. Warm fahren, bremsen, schön anbremsen, Gas geben, bremsen, Felgen warm, Reifen warm. Wobei die Streckentemperatur mit 46 Grad im Reifen eigentlich hätte, oder beziehungsweise wie du schon sagtest, die Jungs gehen damit gut um. Der müsste eigentlich doch sehr, sehr schnell das Schmieren anfangen bei der Temperatur, aber es funktioniert. Würde mich mal interessieren, Benny, wie es bei den GT3 Boliden dann aussehen würde mit genau diesen Temperaturen. Es geht auch schnell. Es geht auch sehr, sehr schnell. Auch ein sehr geiles Feature hier, die Track Map. Sven, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Was ist denn hier los? Ja. Planmäßige Attacke. Da müsst ihr aufpassen. Habt ihr gerade gesehen, die sind ein bisschen ins FCY? Hä? Was ist FCY? Ich kann dir gerade nicht folgen, mein lieber Sven. Ist nochmal ein Test-Event von der SEU auf dem GT4 Markencup. Nee, Einführungsrunde. Full Course Yellow. Nee, Einführungsrunde. Also Full Course Yellow gibt's ja im Regelfall in der Einführungsrunde, ja. Aber Full Course Yellow im Rennen wäre viel, viel schlimmer. Ne? Siehst du jetzt ja gerade. Jetzt Korridorformat, jawohl. Fahrzeuge reihen sich nebeneinander auf. Wir wechseln jetzt auch zum Führenden, zum Pole-Setter, zum Sebastian Schletter. Links von ihm ist Benedikt Nurmann auf der 2, dahinter Benjamin Hoses auf 3, Stefan Gautschi auf der 4. Das sind die ersten vier Fahrzeuge, die jetzt gleich nach Rennfreigabe angasen dürfen. Ich hoffe, dass der Sven jetzt da ein bisschen schneller reagiert. Green light, green light. Go, go, go. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, ich gehe mal wieder ein bisschen nach hinten gucken, Benny. Ich melde mich. Passt.
Männer, ihr seid spitze. Ihr seid spitze. Schaut's euch bitte an, wie krass umgänglich die Jungs hier miteinander umgehen. Einfach Hammer aus. Wo ist Nürburgring-Pix? Da muss ein paar Fotos schießen. Da kannst du eine ganze Litanei von Bildern schießen, ja? Vorne ja. Dran ist der Angriff von Sebastian Kronewien, die Seite der blaue Porsche. Okay, Habe ich jetzt nicht gemacht. Oh! Großer Unfall. Du glaube, du hast ihn eingefangen. Oh. An der gleichen Stelle wie im ersten Rennen, glaube ich. Das war bitter, das war bitter. Das hat wehgetan. Da war ein Gerd Ackermann mit involviert. Hier, ihr seht's. Oh. Ein Ralf Stingel hat's da auch erwischt, oder? Nee, das sieht gut aus. Ah, und da fliegen sie. Roger Piget, der wird richtig, richtig heftig den Schaden haben. Deswegen ist er... Nein, Roger Piget ist da nicht involviert gewesen. Das war der Teamkollege. Zumindest was... Männers, was macht ihr denn jetzt hier? Was ist da los? Wir haben zu früh gelobt. Oh, da geht aber weit raus hier. Was haben wir denn da? Nein, wir fliegen auch Teile. Oh, meine Herren, schaut euch an. Streckenbegrenzung halb verteilt über die Strecke. Uiuiuiuiuiui. So, wir arbeiten es gleich auf. Wie gesagt, das muss ich erst zusammensetzen. Ja, Sebastian Schletter auf der 1. Der nächste Dreher. Benedikt Nurmann auf 2, gleich. Benjamin Oses auf der 3. Zeitfenster nach hinten, großer Natur. Yannick von Hammel auf der 4. Dann haben wir Sven Dahn auf der 5. Dann kommt ein Tobias Röser. Nein, Tobias Röser ist auf der 15. Position mittlerweile angelangt. Er verteidigt sich jetzt hier gegen Gerd Ackermann, beziehungsweise nein, lässt auf der Innenseite Gerd Ackermann hindurch. Philipp Knust auf der 17. Auch der war mit involviert. Fatih Dimirci auf der 6. Position. Der hat ein bisschen Position gewonnen durch die ganze Dudelei. Frederik Inge auf der 7, Sebastian Krone auf der 8, Ralf Stingel auf 9, Pascal Draxel auf der 10, Nino Fürstenberg auf der 11. Und da seht ihr, sind teilweise wirklich im Frontbereich die Fahrzeuge ordentlich gedämpft. Einer John. Schmidt ist am Überholen, also ist am Angreifen, die 46 und die 92, Tobias Röser. Außenrum vorbei, Rainer Schmidt auf 15, dahinter Tobias Röser auf 16. Ja, da kann man auf der 14. Ja, Stefan Gautschi, der ist in der Box. Hier, Stefan Gautschi, das war der Porsche, den es da ordentlich gewickelt hat. Ja, ihr seht die Motorhaubenstellung, also das muss definitiv repariert werden, der Eimer. Sonst fährst du da nicht mehr wirklich flott die Hoppigaloppi über den Kurs hier auf Barcelona. Ganz enge Kiste hier zwischen Röser, Schmidt und Ackermann. Ja, zurückgesteckt. Da lief eben mal ganz kurz der Tobias Röser Gefahr, die Heckpartie doch deutlichst massiv zu treffen, von Rainer Schmidt pilotiert. Das ist auch momentan die Ex-Sache hier im Feld. Du kannst erstmal draufbleiben. Ich gucke hier gerade auf den Monitor. Also noch verpasst du gar nichts. Du kannst draufbleiben. Auf den drei Themen. Warte mal, wunderschönen Abend, grüße dich. Ich liebe dieses Bild, wenn alle auf T1, auf Turn 1 zu rasen, ja. Was für eine erste Runde, ja, Pat Boone, das kannst du laut sagen. Extrem viel passiert, extrem viel Blechschäden gesehen. Auch ein Ralf Stingel jetzt auf dem Weg in die Box hinein. Zeige ich euch kurz, hier kommt. Ralf, dein Porsche sieht nicht gesund aus. Ja, Leute, das weiß ich, aber das ist ja wohl... Ich muss so mal ganz kurz in die Box rein und geht es so wieder retour, weil wegen Baum. Alles klar. Also, Gerd Ackermann auf 13. Vorbeigekommen natürlich an Ralf Stingel, genauso wie Rainer Schmidt auf 14. Verfolgt von Tobias Röser auf der 15. Ja, hier auf Platz 9, Pascal Traxel 16, also die Fahrzeug 16. Da wird sich auch gleich wieder anbahnen. Kann man gleich auch wieder hinschalten. Power Slide. Fürstenberg eine halbe Sekunde hinter Pascal Traxel auf Position 10. Frederik Inger, jetzt läuft es besser, definitiv deutlich besser. Frederik Inger auf der 7 hängt im Heckbereich vor ihm Fahrenden von Fatih Demirci. Ja, Pascal ist jetzt dran hier auf der 9. Er setzt zum Überholen an. Benny. Ja, wird gekontert außenrum von Nino Fürstenberg.
Ja, auch der Sebastian Krohn vorne dran, der blaue Porsche Cayman. Ordentlich, ordentlich genudelt. SG30 für Ralf Stingel. Nein! Ralf Stingel hat die SG30, bedeutet, er muss irgendwo im Boxenbereich zu schnell gewesen sein. Entweder im Eingang oder im Ausgangsbereich. SG30 für Ralf Stingel. Stop and go Penalty. Wo steht das? Benny. Bin ich sowas? Ach, da steht's im Bild. Ich bin auch doof. Alles klar. Stöckmann auf der 11 diskutiert mit Traxel und mit Nino Fürstenberg. Und er kennt beide Fahrer, Freunde. Ja, das macht Traxel gut. Das macht Traxel gut. Oh! Habt ihr den Schlenker gesehen von Louis Stöckmann? Ja. Zieht nochmal zurück. Ist ein bisschen erschrocken gewesen, als auf der Innenseite da Pascal Traxel gewesen ist. Jetzt muss er wieder Schwung aufbauen, Pace aufbauen, dichter ranfahren an Pascal Traxel. Frederik Inge auf der 7, eine halbe Sekunde, Sekunde mit T geschrieben, genau, Sekunde hinter Fatih Demirci. Oh, Innenseite, oh. Meine Herren. Oh, da geht er weit raus, da geht er weit raus. Das ist wahrscheinlich die Möglichkeit für Louis Stöckmann. Außenrum. Guck mal hier, als wenn der Traxel stehen würde. Keine Möglichkeit. Ist er durchs Kiesbett gefahren, der Pascal. Pace war futsch, Schwung war weg und die Möglichkeit für Louis Stöckmann auch gut genutzt. Einfach vorbeigefahren, Fenster runter gekurbelt, rausgewunken. Danke und wieder weiter. Stöckmann also auf C. Wir müssen nach vorne zu Inger und Fatih Demirci. Das ist Wahnsinn. Auch die Powerslide von Frederik Inger im Kurvenausgangsbereich. Immer wieder eine Augenweide, das sehen zu dürfen. Ganni Paula, wunderschönen guten Abend. Grüße dich, herzlich willkommen. Mockel auch am Start. Moinsen. Grello Stöckmann, ganz genau, Donny. Aber wenn die jetzt, wie gesagt, Platz 10, das ist das wirklich das Feld, was gerade hier am interessantesten ist. Hier hat Ackermann jetzt hier versucht, gegen Philipp Knust. Genau, versucht vorbeizukommen. Ja, warte, warte, warte. Stöckmann möchte ganz gerne, aber das geht außenrum hier nicht an der Ecke, das funktioniert nicht. Oh, jetzt wäre fast der Pascal Traxel ins Heck gefahren. War da auf der deutlich schnelleren Linie unterwegs. Philipp Knust und Gerd Ackermann, das war das, was du eben gerade erwähnt hast, auf Position 13 und 14 liegend. Die müssen natürlich jetzt aufpassen, dass sie sich nicht zu lange behaken, weil sonst hinten dran Rainer Schmid und Tobias Röse im Gepäck ganz, ganz dicht mit dran sind an den Jungs. Dann haben wir nämlich den klassischen Vierkampf rund um Position 13 final. Sogar der Fünfkampf, da hängt nämlich auch noch ein Karl... Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Das ist ein Ralf Stingel, der da noch mit von der Partie ist. Aber Ralf Stingel müsste normalerweise eine Runde zurück sein. Ja, deswegen die blauen Flaggen draußen. Nico Fürstenberg, 711. Es kommt wieder zum Anruf zwischen Platz 9 und Platz 11. Ja, jetzt ist der Louis Stöckmann hier im Sandwich. Immer noch im Sandwich. Hinter Fürstenberg und vor Pascal Traxel. Wahnsinn. Genial. Schöne Bilder. Aber Frederik Inger da vorne dürfen wir auch nicht vernachlässigen hier. Der macht ordentlich, ordentlich Druck auf vor dem fahrenden Fatih Demirci. 55,8 zu 55,8. Also absolut identische Pace von beiden gezeigt im letzten Umlauf. Wir gucken jetzt mal nach, was diese letzte Runde aktuell. 56,6 von Demirci. 56,4 von Inger. Oh, Traxel musste ein bisschen abreißen lassen. Scheinbar die Schikane jetzt nicht zu 100% perfekt getroffen. Stöckmann und Fürstenberg waren da ein bisschen flotter. 57,5 Fürstenberg, 57,9 Stöckmann, 57,5 Traxel. Und trotzdem ist er deutlich weiter weg wie Stöckmann zu. Haha, wow, nee, hat er nicht gemacht. Hast du nicht gemacht, oder? Doch, hat er.
Schaut es euch nochmal an. Replay läuft. Überholmanöver außenrum in im Ausgang dieser Schikane. Außenrum vorbei. Stöckmann an Fürstenberg. Tolles Manöver. Ich glaube, damit hat der Nino Fürstenberg überhaupt nicht gerechnet gehabt in dem Moment. Vielen, vielen Dank für diese Bilder. Richtig geniales Manöver gefahren von Stöckmann gegen Fürstenberg. So, jetzt liegt es auf jeden Fall an Traxel. Der möchte mit Sicherheit verhindern, dass der Louis Stöckmann da vorne jetzt wegschmettern kann. Ah, Platz 6 ist noch ganz interessant, die 36. Fatih. Ja, das ist die ganze Zeit noch hier. Fatih Dimirci und Frederik Inger. 6 und 7. Ich kann mich gerade auch nicht wirklich entscheiden, zwischen welchen Gruppen ich hier gerade hin und her schalten soll. Außenrum, außenrum, weit gehen, keine Möglichkeit. Du kommst da nicht aus der Ecke raus. Und die nächste Kurve geht wieder links und auch noch bergauf. Wir springen ganz kurz mal ins Cockpit zu Frederik Inger, damit ihr seht, wie dicht das ist zwischen Dimirci und Inger. Und wenn der Gap auf der linken Seite im Seitentower stimmt, dann ist Traxel, dann ist Stöckmann weg von Fürstenberg. Oh, der hat das Gas gelupft hier, der Frederik Inger, habt ihr gerade schön gehört. Wie er da einfach frühzeitig vom Gas weg ist. Röser auf der 15. Wo ist Ackermann? Sind die nebeneinander? Ja, sind sie. Ackermann und Röser kloppen sich hier um Position 14 außenrum. Ja, Gerd Ackermann hat da zurückgezogen. Gerd Ackermann ist frühzeitig vom Gas, hat Tobias Röser passieren lassen. Röser also jetzt auf 14, Ackermann auf P15. Zurück zu Traxel und Fürstenberg. Ja, ihr seht es da vorne. Der Grello Stöckmann ist weg. 2,2 Sekunden dahinter ist erst Nino Fürstenberg auf Position 10 am Fahren und aktuell am Fighten mit Pascal Traxel. Ja, und der war einfach mal dezent eine Sekunde schneller in der letzten Runde wie Nino Fürstenberg. Nurmann auf 3 dran an Benjamin Oses. Nein, der hat den Fehler gehabt. Benjamin Oses mit dem Fehler. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, schön gemacht. Ja, komm, jetzt, nein. Oh. Jetzt habe ich gedacht, der Benedikt Nurmann verliert den Hobel. Und das passiert gerade. Oder nee, mal Schwein nee. Gehabt. Er hat noch, er hat noch. Wahnsinn. Benjamin Oses also nicht mehr auf der 2, sondern auf P3. Nurmann ist neuer Zweiter. Inger vorbei an Fatih Dimirci. Fatih Dimirci auf 7, Frederik Inger auf der 6. Wahnsinn, Wahnsinn. Roger Pichet auf 12. Leicht verballert die Heckpartie noch. Ja, Front sieht auch schon gut aus. Philipp Knust dahinter auf 13. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, ist Roger Pichet ordentlich am Struggeln. Der hat massive Probleme, den Kämen ruhig zu halten auf der Strecke. Ja, und ihr seht auch, da ist ein Ralf Stingel sich am Zurücküberrunden. Überrundungssituation hier, Ralf Stingel mit der 74 geht jetzt da vorbei, außenrum am Kollegen Philipp Knust. Ja, sehr schön. Ah, Frederik Inger hier, bist du drauf, denke ich mal, Platz 6. Nee, warte mal, ich bin 10. Der Ralf flügt da durchs Feld, ey. Das ist ja unglaublich. Was, du bist bei Inger? Party Dimitri und Inger? Ja, okay, hab ich. Ja, aber auch Fürstenberg und Traxel, das ist ja Wahnsinn. Traxel ist jetzt vorbei. Pascal Traxel, neuer Zehnter. Fürstenberg auf 11. Ja, und ihr seht, das hat richtig viel Zeit gekostet jetzt. Traxel ist 4,7 Sekunden hinter Louis Stöckmann. Ein Sven Dahn bekommt gar nichts davon mit. Der fährt gegen sich und die Uhr im ersten Moment. Vielleicht so ein bisschen orientiert nach vorne in Richtung Yannick von Hammel. Der ist auf 4 unterwegs. Der Yannick.
Hier sehen Sie zwei Caymans beim Paaren. Ja, genau, Sven. Nennt sich nicht Parship, sondern Carship. Ja, ja. Roger Pichet auf 13. Ah ja, aber das mit Frederik Inger ist hier noch nicht ausgestanden. Definitiv nicht. Das wird auch noch wahrscheinlich, so wie ich Fatih und Frederik kennen, wird das bis zum Rennende anhalten. 14 Minuten noch. Ah, die Spitze sieht erstmal so aus, dass sie sich jetzt gerade erstmal so da eingeschossen haben. Da ist momentan vielleicht Platz 2 und 3. Da könnte noch was gehen, aber es schwankt gerade so immer zwischen 2 und 3 Sekunden. Nee, Benedikt Nurmann auf der 2, der ist schneller aktuell wie Benjamin Hoses. Auf der 3, ich glaube nicht, wenn der Benedikt Nurmann den Hobel da nicht wegschmeißt, dass der Benjamin Hoses da keine Möglichkeit im ersten Moment mehr hat, vorbeizukommen. Am Zweitplatzierten. Stimmt das eigentlich, dass es bald AC2 gibt? Habe ich ehrlich gesagt Sven noch gar nichts von gehört. Ah, hier Tobias Röser immer noch. Ah, das Fahrzeug, der käme in der Gruppe 4, käme, der sieht schon ganz schön abgekämpft aus von der Folierung her. Fehler von Fatih Demirci. Quersteher. Ordentlich Schwung verloren. Röse auf 14. Und guck mal, wer da hinten anfliegt. Stefan Gauci. Aktuell auf der 19 unterwegs. Der ist aber schneller. Ja, zeitentechnisch 1,56. Der muss sich also zurück überrunden, ja, mit der Startnummer 718. Ja. Der wird sich bestimmt ärgern. Aber so ist das nun mal. Zweites Rennen und fast komplett andere Konstellation wie im ersten. Ja. Was ist die Kart-Bundesliga? Die Kart-Bundesliga muss ich dir in Ruhe mal erklären. Das ist eine relativ große Vereinigung im richtigen Leben. Die Kart-Bundesliga umfasst Kartfahrer, ob Amateur, Semi-Pro oder sonstiges. Danke Sven dafür. Gerne mal auf der Kart-Bundesliga auf der Homepage nachgucken. Ansonsten ist die Kart-Bundesliga von mir persönlich, von Bloody Rain, ein sehr, sehr großer Partner im Hintergrund. Jetzt kommt er hier vorbei. Jetzt kommt Stefan Gauci vorbei. Auch gleichzeitig an Tobias Röser. Schön. Zwei Porsche Ganz leicht gab es den Kontakt. Ja, aber Gauci musste jetzt hier mal, ja, leider abkürzen. Oh, Powerslide von Tobias Röser. Stöckmann dran an Sebastian Krohn. Er hat die Lücke zugefahren. Wahnsinn, was der für eine Pace hat. 55,3 im letzten Umlauf. Seine persönlich schnellste Runde, eine 55,239, Freunde. Jetzt haben wir den Dreikampf rund um Position 7. Fatih Demirci ist auf 7, Sebastian Krohn auf 8, Louis Stöckmann auf 9. Sasi, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Aber hier mit seiner 110 auf Platz 5 auch involviert hier gerade. Gut gemacht von Louis Stöckmann. Da ist er schön vorbeigekommen an Sebastian Krohn, aber auch Sebastian Krohn, der sehr gut mitgespielt hat. Tolles Manöver.
Also ich muss mir unbedingt den Mauszeiger dunkler machen. Was für ein Maus musst du klar machen? Ein Mauszeiger, weil mit dem Mauszeiger. Weiß auf Weiß geht gar nicht. Weiß auf Weiß geht gar nicht. Den suche ich immer. Wo ist er denn? So, wo haben wir die nächsten Kämpfe? Die Kämpfe Frederik Inger, Fati. Du, da bist du wahrscheinlich drauf, wa? Ja. Ich bin gerade auf Fati Emici drauf, auf der 7. Tobias Löser, da war gerade rot. Was ist hier los? Nee, alles in Ordnung, kannst du haben. Sven Dahn muss ich jetzt verteidigen, definitiv. Wir gehen mal in die Heckspoiler-Ansicht. Die Heckflügel-Ansicht bei Sven Dahn. Blicken nach hinten Richtung Inga und De Medici auch. Ja. Oh. Weil das kann Sven. Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Der Heckflügel ist ein bisschen nass. Hier in der Ansicht bei Sven Dahn. Jetzt ist jetzt nicht geschrieben, mein Lieber, hätte ich gar nicht gesehen wahrscheinlich. Einigen wir uns drauf, dass das Folierungsblasen sind, Sven, okay? Weil es ist kein Tropfen Regen gefallen bis dato. Das ist die Angst, war es von Gunny Powder geschrieben, jawohl. Das kann natürlich auch sein, ja. ...56,8 von Dahn, 57,0 von Inger, 56,1 von Demirci und 56,1 von Stöckmann. Oh. Weit rausgekommen. Das geht nicht, das geht... Das. Oh. Ey Jungs! Bild-Zeitungs-Movement machen die hier vorne. Schauen wir mal beim Inger nach, weil der Fatih De Medici, der mal ordentlich, dem sein Kofferraum, glaube ich, ist am Klimpern. Wisst ihr ja, beim Porsche ist der Kofferraum vorne. Ja, die holen jetzt auch auf Yannick van Hamel. Ja, dieser der Sven Dahn. Die holen, kommen alle ran da. Ja, ja, wobei das hier auch im GT, also im Clubsport. Nein, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Es kam zum Treffer, der Kontakt war da zwischen De Medici und zwischen Inger. Oh, ist das bitter, Mensch. Da war er einen halben Meter zu spät auf der Bremse, der liebe Fatih. Und hat ganz leicht die Heckpartie getroffen. Und es ist halt einfach im GT4-Bereich so, dass du relativ schnell die Kontrolle verlierst. Das Heck wird los, wie man so schön sagt. Und dann geht's ratzifatzi einmal mal quer. Durch die Wiese, wenn es dumm läuft. Ja. Nee, Thema Kofferraum, was ich noch erwähnen wollte. Im richtigen Leben, klar, ist, also bei den Straßenvarianten ist der Kofferraum beim Porsche vorne. Das ist richtig. Hier bei den Boliden, egal ob GT3 oder GT4 Format, ist dort im Frontbereich der Tank eingelassen, der Renntank. Das seht ihr ganz gut daran, dass ihr, wir gucken gleich mal, wenn wir mal ein bisschen näher zusammen sind, oben in der Mitte, oben angesetzt an der Motorhaube, ist dieser Tankstutzen zu sehen. Ja, und komplett unbeeindruckt von der ganzen Thematik und den Geschehnissen ist Louis Stöckmann immer noch dran an dem Kollegen Dahn. Also Sebastian Schleter vorne auf 1, der fährt jetzt seine Pace, sein Rennen. Der hat also jetzt hier eigentlich nur kontrollieren und durchfahren. Vollkommen richtig. Wobei der Benedikt Norman noch nicht so hundertprozentig für mich durch ist. Ja. Mal gucken. Aber ja. Gut, das ja, müssen wir mal sehen. Ja? Knapp 5 Minuten noch, also das. Boah. Wilder Schlenker von Louis Stöckmann gerade gesehen. Ja, auch hier gut zu sehen. Also ein Fatih De Medici kommt näher. Ah, wieder Platz 5, die 110. Sven Dahn wieder unter Druck hier.
Ja, schon die ganze Zeit, aber auch ein Sebastian Krohn, der ist nämlich 2 Zehntel dran hinter Pascal Traxel. Wobei der den Fehler gehabt haben muss in dem letzten Umlauf, beziehungsweise hat sich überholen lassen müssen, wahrscheinlich von Pascal Traxel. 57,1 bei Traxel, 59,4 bei Krohn. Ah, wissen wir Bescheid, ne? Nur mal bei... wild über den Körb gerollt bei der Fatih Dimitic. Das hat richtig wieder Zeit gekostet. Jetzt wird wahrscheinlich auch gleich wieder der Angriff kommen von Frederik Inger gegen Dimitic rund um Position 7. Knust hinter Fürstenberg auf Position 12. Rundenzeitenvergleich. 58,1 Fürstenberg, 57,5 von Knust. Ich hab da gerade so Bock mitzufahren, Leute, das glaubt ihr gar nicht, Mensch. Musst du nur ein wenig gedulden, kannst du später machen. Ja. Ja, mal gucken, also wenn wir im Laufe der, wenn wir zum Saisonstart bei der SEU nicht mindestens 30 bis 35 Fahrer in der GT4 zusammenkriegen, dann werden wir auf jeden Fall das eine oder andere Rennen selber fahren. Kann ich aber so auch nicht sagen. Ja, mal gucken. Mal gucken. Wenn der Krabbel Mike hier Blut geleckt hat, dann können wir vielleicht auch mal... Oh, Fehler von dem Kollegen Fatih Dimitric. Jetzt Frederik Inger vorbei. Jetzt macht keine Faxen, Fatih. Absolutes Limit. Ja. Der Sven Dahn übrigens ist langsamer als Louis Stöckmann. Richtig. Das wird nochmal interessanter. Hier. 6 Zehntel. Ja. Oha. Nifter, wunderschönen guten Abend. Wie aus, Bloody. Mach einen Satz, Digga. Mach einen Satz, den verstehe ich wenigstens. Dahn, Stöckmann, halbe Sekunde, sowie Inger und Di Medici waren gerade eine halbe Sekunde. Jetzt sind wir nur noch bei 3 Zehntel. Ja, halbe Sekunde passt. Kommt hin. Auch optisch. Komm, wir machen einmal ganz kurz den Schnelldurchlauf. Auf der 1 Sebastian Schletter, Nurmann auf der 2, Osis auf der 3, Yannick von Hammel auf der 4, Sven Dahn auf der 5, Louis Stöckmann auf der 6, Fatih Dimitric auf der 7. Entschuldigung, Frederik Inger auf der 7, Fatih Dimitric auf der 8, Pascal Traxel auf der 9, Sebastian Krohn auf der 10, Nino Fürstenberg auf der 11, Philipp Knust auf der 12, Tobias Röse auf der 13, Roger Pichy auf 14, Gerd Ackermann 15, Rainer Schmid auf der 16, Ralf Stingel auf 17, Stefan Gautschi auf der 18 und Kalle Winkler auf P19. Wenn es zu schnell ging, ist kein Problem. Ihr könnt jederzeit Pause oder zurückspulen, wenn ihr das Video euch anguckt. Oder auf den Stream gucken, da ist eine Tabelle. Satzbau ist denn das, Digga? Ja, genau. Genau. Osis ist dran an Nurmann. Kann doch nicht sein, du hast recht gehabt, Mike. Osis auf der 3 ist dran am Zweitplatzierten an Benedikt Nurmann. Ich breche ins Essen, Mann. Eine Minute noch. Heißt also, letzte Runde gleich eingeläutet. Aus Sicht von Sebastian Schletter beginnt jetzt seine letzte Runde. Ich bleib drauf, geh mal auf den Führenden. Der hat's verdient, seine Runde. Die letzte natürlich, wa? Und wir haben nochmal 3 Kampf heute. Traxel auf 9, Inger auf 8, Dimitric auf 7. Wenn Dahn jetzt im Windschatten. Kann doch nicht wahr, Steinmensch. Der Dahn ist im Windschatten. Nee, der Stöckmann ist im Windschatten von Dahn. Zeigt sich. So. Zieht nicht durch. Wartet nochmal geduldig. Nurmann auf 2. Osis auf 3. Noch alles beim Alten. Hammer, was eine Klangakustik, wenn die da am Ankern sind und dann dementsprechend runterschalten. Wo ist Schletter?
Der geht heute mit einem Grinsen ins Bett. Der hat sich gar nicht wirklich angestrengt im zweiten Rennen. Da geht Nurmann weit. Möglichkeit für Osis. Konterversuch von Nurmann. Gut gemacht, ja, sehr weit rausgekommen, sehr weit rausgekommen. Das sollte reichen für Nurmann. Das sollte reichen, nicht zu sehr. Schletter hier im Bild, kommt auf Start und Ziel. Schletter sichert sich Sieg Nummer 2, Freunde, am heutigen Abend. Gratulation dazu. Was macht Nurmann und Osis? Nicht in die Karre fahren, nicht in die Karre fahren, nicht in die Karre fahren, nicht in die Karre fahren! Oh mein Gott. P2 für Benedikt Nurmann. Benjamin Osis steht jetzt hier quer und verliert sogar P3. Yannick von Hamel schießt vorbei. Gratulation zu P3. Sven Dahn wird Vierter. Luis Döckmann wird Fünfter. Benjamin Osis wird Sechster. Ist das bitter. Fatih Dimirci wird Siebter. Frederik Inger Achter geworden. Pascal Traxel Neunter. Sebastian Krohn jetzt über Start und Ziel. P10 für ihn. Nino Fürstenberg wird dann gleich Elfter werden. Was ein Highlight in der letzten Runde. Was eine Zielüberfahrt, Freunde. Ein Glück ist das nur ein Test-Event ohne Punkte etc. gewesen, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Nino Fürstenberg holt sich also hier jetzt P11. Eieieiei, Philipp Knust wird 12. Tobias Röser, 13. Roger Piget macht das Thema dann als 14. komplett. Hintergrund, Ralf Stengel auf 17 abgewunken worden, sowie Stefan Gautschi als 18. Roger Piget, 14. Ja, da kann man im Bild. Ja, ich finde es vor allen Dingen auch so mega spannend. Also das im ersten Moment hatte ich die Hoffnung gehabt, aber das ist wirklich so extrem, hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich nicht. P16 für Rainer Schmidt. Warten wir noch auf Kalle Winkler, dann haben wir alle. Dann wechseln wir nochmal kurz die Szene, spielen euch nochmal die zwei Trailer ein und dann heißt es ins Bettle. Kalle Winkler, P19. Mega, mega geiles Rennen. Zwei geile Rennen haben wir gesehen. Vielen, vielen Dank dafür von unserer Seite. Schletter auf 1, Nurmann auf 2, Yannick von Hamel auf P3. Und ich glaube, damit hat Yannick überhaupt nicht gerechnet. Richtig, richtig krasses Thema. So, Szene nochmal gewechselt. Auch jemand bestimmt sauer, dass, aber das ist Racing, das war halt einfach, ja, wirklich Racing, da konnte man nicht mal irgendjemanden verantwortlich machen für die Situation gerade. Die wollten halt beide den Platz. Richtig, und das ist auch vollkommen legitim, ne? Richtig. So, Freunde, also, nochmal den Trailer von der SAU, wie gesagt, die Anmeldung ist offen. Über die Homepage von der SRU, gerne auch in den Chat, Ausrufezeichen SRU bzw. Ausrufezeichen SRUHP in den Chat gehämmert. Über die Homepage könnt ihr euch natürlich anmelden für die kommende GT3 Challenge Saison Nummer 2 und natürlich auch für die GT4 Challenge Saison. Deswegen hier nochmal den Trailer für euch von der Season 2 seitens der GT3 Challenge von der SRU.
Genau, so Freunde. Also, wie gesagt, jetzt am Samstag, ich denke circa 11 Uhr, kurz vor 11, 11 Uhr spätestens sind wir live am Samstag für das 12-Stunden-Rennen seitens der VMS. Auch dazu nochmal kurz den Trailer für euch. Viel Spaß. Und ich bin schon heiß wie Fittenfett, Freunde. Absolut genial. Ja. Abschluss nochmal. 12-Stunden-Event. Wir haben zwei, wie gesagt. Wir haben jetzt am Samstag das erste und am 22.08. dann das zweite. Seitens von der VCL. Final nochmal den Trailer für euch. Weil er so schön ist, so ungefähr, weil sie alle einfach, alle sind sie absolut genial. Absolut genial. Ich bin sowas von gehypt. Unglaublich. Ja. So, schalten wir den Mike nochmal zu uns rüber hier. Mike, vielen, vielen Dank für deine Hilfe heute Abend, beziehungsweise für diesen genialen Abend. Hast du uns sehr, 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 sehr versüßt, definitiv.
Fettes Merci an dich und ja, ich freue mich auf jeden Fall am Samstag auf unsere Zusammenarbeit, was das betrifft. Wie gesagt, der Krabbel Mike wird dann übernehmen, ab circa 19 Uhr wird er übernehmen, das 12-Stunden-Event, beziehungsweise einen Stint mehr oder weniger bei der VMS. Und dann werden wir auf jeden Fall die Hütte dann nach 21 Uhr, circa 21.30 Uhr, der ist immer wieder retour. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal zum Ende hin dann gemeinsam durchstarten. Ja, Mike, vielen, vielen Dank. Dir noch einen schönen Abend gewünscht, mein Lieber. Und auch du hast natürlich jetzt die Möglichkeit, dich nochmal von den Zuschauern hier, von den Communities zu verabschieden. Ja, vielen Dank an alle. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, der Krabbel hat jetzt erstmal so ein bisschen hier das Ganze sich so ein bisschen angeeignet, geguckt, wie er was er machen kann, damit das alles auch funktioniert nachher. Ja, ich freue mich auf Samstag und ich hoffe, ihr seid dann mit an Bord. Der Krabbel hat sich extra ein bisschen zurückgenommen. Wie ihr wisst, Benny ist genauso einer, der richtig loslegt, wie der Krabbel auch. Aber es ist, wie gesagt, jetzt war ich mal ein bisschen ruhiger. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank an Benny, vielen Dank an die Liga und ich freue mich dann Samstag hier mit euch bei Assetto Corsa Competizione mal mit anzugasen. Dankeschön und gut's Nächtle. Vollkommen richtig. Dem schließe ich mich an, Freunde. Vielen, vielen Dank für euren Support, fürs Mega-Einschalten hier, für Mega die Geschichte. Danke, Kalle, für den Raid, mein Lieber, zum Ende hin. Genau, für die ganzen Follower, die gelaufen sind, für die ganzen Resubs, für die Subs, die gelaufen sind, natürlich auch für die Bits, die gelaufen sind. Fettes Merci, danke dafür. Kuss geht raus an euch alle. Schlaft gut, ich wünsche euch eine gute Nacht und haltet die Trailer in Ehren, haltet sie in Gedanken auf jeden Fall fest. Wir werden sie morgen nochmal ein bisschen zeigen. Nicht ganz so extrem in vierfacher Form, aber auf jeden Fall. Morgen sind wir live. Lasst mich überlegen, wir haben heute Donnerstag haben wir. Genau, Donnerstag haben wir. Morgen sind wir dann live. Saisonauftakt in Formel 1 2020 bei der VCL. Und dann direkt im Anschluss das nächste Rennen der EGTM Weekend Series. Also deswegen wieder morgen Abend, wenn ihr Bock habt und Zeit habt, gerne mit einschalten. Ist wieder die komplette Geschichte bis zur Mitternacht hin voll besetzt mit Racing. Macht's gut, wir sind raus. Fettes Merci, bis morgen. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter. Gute Nacht, bis dann. Tschüss, danke. Tschüss.